Herzlich willkommen hier im Scala Ludwigsburg zu den Don't Forget Thementagen. Heute ist der letzte von vier Thementagen. Mein Name ist Edgar Lichtner, Geschäftsführer der Scala Kultur Live GmbH. Neben mir sitzt Mathieu Cuignet. Er hat uns die letzten Monate die Thementage mit vorbereitet und war, ich nenne sie mal sehr gerne, die kreative Schnittstelle zur Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg, die uns als Kooperationspartner hier begleitet haben. Nun also willkommen zu den Don't Forget Thementagen. Unter diesem Motto Don't Forget werden wir Länder, Krisen, Konflikte und Themen in den Blick nehmen, die aus unserer Wahrnehmung geraten sind, hier in Deutschland, hier in Europa. Und das, obwohl diese Konflikte und Krisen weiterhin schwelen, nicht gelöst wurden, zu Ungerechtigkeiten führten, etc. etc. In dieser Veranstaltungsreihe wollen wir also wieder von Gebieten hören wie Syrien und Afghanistan, das hatten wir letzte Woche, gestern die Sahelregion und heute zum Abschluss auf weniger beachtete Themen rund um die Ukraine aufmerksam machen, auch wenn das Kriegsgeschehen dort medial ja nach wie vor präsent ist. Wir, das sind die Scala Kultur Live GmbH als Initiator und Hauptveranstalter der Don't Forget Thementage und die Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg als Kooperationspartner. Mit ReferentInnen, KünstlerInnen werden wir Ihnen ein vielfältiges Programm für diese vier Thementage anbieten, haben wir angeboten, jeweils mit aktuellem und politischen Input und mit kulturellen Beiträgen, um die Themen aus anderen Blickwinkeln auch zu betrachten. Heute befassen wir uns mit der Ukraine. Warum Don't Forget Ukraine? Wir werden heute mit Menschen sprechen, die selbst betroffen sind oder die Betroffenen Unterstützung und Hilfe anbieten. Das ist ein Wissenspool zum aktuellen Thema, der uns vor Augen führen wird, dass selbst in einem medial stark beleuchteten Konflikt Aspekte untergehen und vergessen werden. Heute Abend wird uns Matthias Hofmann mit seinem Vortrag zur Geschichte der Ukraine und seiner Analyse der Entwicklungen, die zur jetzigen Situation geführt haben, in das Thema einführen. Jo Angerer wird uns über sein neues Buch und von seiner aktuellen Reise in die Ukraine berichten. Dann wird es zwei Podien geben, zuerst mit Nana Buahene und fünf von ihr begleiteten Studierenden, die uns ihre derzeitige Welt aufzeigen wollen. Dann das Podium mit Irina Bojczuk, die mit ihrem Verein UAKS direkte Hilfe leistet, mit Elisa Söll vom Netzwerk Pro Sinti und Roma sowie dem Asylpfarrer Joachim Schlecht. Draußen im Foyer haben wir viele Informationen zum Mitnehmen ausliegen, alle von Initiativen und Organisationen, die uns die vier Tage begleitet haben, sowie auch einen Bücherstand mit dem Buch von Nahid Shahalimi, Wir sind noch da, und dem Buch von Jo Angerer, Widerstand ist weiblich. So, jetzt begrüße ich Matthias Hofmann. Er ist Historiker, Orientalist und Analyst für Krisenregionen und Sicherheitspolitik. Er war unter anderem auch als Offizier und Berater sowie als Ausbilder für stationierte Soldaten in Afghanistan. Herzlich willkommen, Matthias Hofmann, und es geht los. Dankeschön. Ja, vielen herzlichen Dank für das erteilte Wort. Auch von mir an dieser Stelle ein herzliches guten Abend, meine Damen und Herren. Ich werde einen kurzen Vortrag halten über die Geschichte der Ukraine und ein bisschen was zur aktuellen Situation und was vielleicht die Beweggründe waren, von Putin dort einzumarschieren. Wenn man sich die Geschichte der Ukraine anschaut, wird man gleich feststellen, dass Ukrainer und Russen so die gleiche Gründungslegende haben. Es geht nämlich um Kiew. Im 9. Jahrhundert haben die Wareger, das ist ein Stamm aus dem Norden Europas, so langsam über Nowgorod sich Richtung Süden ausgedehnt und bilden im 9. Jahrhundert oder begründen im 9. Jahrhundert eine neue Hauptstadt ihres neuen Reiches, und das ist Kiew. Und im 19. Jahrhundert wird von einem russischen Historiker namens Nikolai Karaminz der Begriff der Kiewer Russ gebildet, den ich allerdings bewusst nicht verwenden möchte, weil es natürlich eine russische Deutung dieser Begründung dieser Geschichte in Kiew ist. Dieses Reich in Kiew, da hatten wir dann einen Wladimir gehabt, der Große, der Ende des 10., Anfang des 11. Jahrhunderts regiert hat, und er hat das orthodoxe Christentum als Religion angenommen.
In den nächsten Jahrhunderten war das eine sehr wechselhafte Geschichte in dieser heutigen Ukraine. Vor allem dann im 13. Jahrhundert kommen dann vor allem Nomadenstämme aus dem Osten, die immer weiter hier nach Westen vordringen, die wir besser unter dem Namen der Goldenen Horden kennen. Und Genghis Khan dürfte vielleicht dem einen oder anderen durchaus ein Begriff sein. Diese Goldenen Horden beendeten dann dieses Reich in Kiew, beziehungsweise machten es abgabenpflichtig. In der westlichen oder südwestlichen Teil des Fürstentums Galizien eroberte dann ein Kasimir der Große in der Mitte des 14. Jahrhunderts von Polen Teile dieser heutigen Ukraine. Und spätestens ab Mitte des 16. Jahrhunderts ist dann eben diese Westukraine zu einem Teil des Doppelstaates Litauen-Polen geworden. Im Süden der heutigen Ukraine wurde dann zu einem eigenständigen, unter osmanischer Schutzherrschaft stehenden Krimkhanat begründet. Große Teile des Steppengebietes in der heutigen Südukraine wurden dann in der Zeit von 1368 bis 1783 von den Nachfahren der Notger-Horden dann auch eben kontrolliert. Viele dieser sogenannten Krim-Türken waren wohl nach der heutigen Forschung eher hier Nogarier gewesen. Die Bezeichnung Kleinrussland wird bereits so um 1380 schon erstens mal verwendet. Und man sagt also zu dem Gebiet, was Moskau und die Umgebung ist, das sei Großrussland. Und das, was eben im Westen davon liegt, das sei eben Kleinrussland. Und sowohl in den westlichen wie auch in den östlichen Quellen wird immer, wie gesagt, von Klein- bzw. Großrussland gesprochen. Von der Ukraine wird in dieser Zeit noch nicht gesprochen. Die Begrifflichkeit Ukrainer gibt es zwar seit dem Jahre 1187, aber die Begrifflichkeit Ukrainer bezeichnet eigentlich ein russisches Randgebiet. Und diese Begrifflichkeit Ukrainer wird sowohl für Gebiete der heutigen Ukraine als auch für Gebiete des heutigen Belarus, also Weißrussland, verwendet. Also kann man auch diesen Begriff der Ukraine ab dem 12. Jahrhundert nicht unbedingt als ein Indiz dafür ansehen, dass es quasi die Begründung der heutigen Ukraine ist. Bevor man seit dem 19. Jahrhundert von einer ukrainischen oder weißrussischen Nation gesprochen hat, war eben diese Bezeichnung für die Ukraine heute oder für die Ukraine eben die entweder der Begriff Ruthenen verwendet worden oder eben die Kleinrussen. Mitte des 17. Jahrhunderts gibt es dann mal ein kurzes Aufflackern. Es kommt zu einem ukrainischen Kosakenreich, das sich 1648 bildet, allerdings bereits schon wieder 1651 beziehungsweise 1654 zum einen dem russischen Reich wieder tributpflichtig wird und dem polnischen Reich tributpflichtig wird. Was man halt auch noch sagen kann, der Dnieper bildet also so die Grenze, alles östlich des Dnieper, der Dnieper ist ja ein Fluss, der quer durch die Ukraine durchfließt, alles westlich des Dnieper gehört zu Polen-Litauen und alles östlich des Dnieper gehört dann eben zu Russland. ab dem 18. Jahrhundert fängt man dann an, die russische Sprache immer stärker in der Ukraine auch zu verwenden, während in den Teilen der Westukraine mehr die eine Polonisierung stattfindet, also um das eben enger an das polnisch-litauische Reich eben anzubinden. In den nächsten Jahren kommt es immer wieder zu Bürgerkriegen. Die Menschen vor Ort erheben sich gegen die jeweilige Fremdherrschaft, allerdings mit einem sehr übermäßigen Erfolg. Im 18. Jahrhundert erleben wir die dreifache Teilung von Polen. Und damit verschwindet also Polen letztendlich als Großmacht in dieser Region. Und das, was wir heute Ukraine nennen, wird dann mit Masse von Russland okkupiert. Und Russland begründet dann auch im ausgehenden 18. Jahrhundert hier eine Reihe von neuen Städten, unter anderem die Stadt Sewastopol auf der Krim. Und die Stadt Sewastopol wird schon 1763 zu einem Flottenstützpunkt ausgebaut. Die Russen hatten ja auch schon im Zarenreich immer wieder das Problem gehabt, dass sie eben keinen eisfreien Hafen im Norden hatten. Und somit war natürlich Sewastopol am Schwarzen Meer gelegen eine ideale Möglichkeit für sie gewesen. Ja, der Kern der Ukraine wurde in der Zeit auch als Kleinrussland bezeichnet, wie ich das ja vorhin schon gesagt hatte. Und im Laufe des 18. bzw. des 19. Jahrhunderts dann wird in Teilen als Galizien dann auch dem Habsburger Reich mit eingegliedert. Wir sprechen ja dann von einer K- und K-Monarchie, Kaiser und König. Und eigentlich alle europäischen Völker östlich des deutschen Sprachraumes und Italien sowie westlich von Russland
vom finnischen Meerbusen, wie man so schön sagt, bis zum Adriatischen Meer, teilen nach dem Wiener Kongress 1815, das ist die Neuordnung Europas nach den Napoleon-Feldzügen, dasselbe Schicksal. Sie sind eben nicht Bewohner eines eigenen Nationalstaates, wie wir viele andere Nationalstaaten im Laufe des 19. Jahrhunderts entstehen sehen, sondern sie sind eben Bewohner von Großmachtstaaten, nämlich von Russland, von Österreich, Ungarn oder auch von Preußen. Den Ukrainern gelingt es auch nicht 1917, wie sie ihre erste Staatsgründung dann vollzogen haben, ein dauerhaftes Reich, einen dauerhaften Staat einzurichten, sondern werden im Zuge der russischen Revolution dann auch sehr schnell wieder der Sowjetunion eingegliedert. Es kommt dann Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts auch in der Ukraine zu einer Nationalbewegung, die sich um einen Historiker versammelt. Und dieser Historiker fängt eben dann an in der heutigen Stadt Lviv, des ehemaligen Lemberg, hier die Grundlage für eine ukrainische eigenständige Nationalbewegung denn auch zu begründen. Und man fängt dann also an, sich also hier zu formieren, um eben eine Eigenständigkeit irgendwann herbeizuführen. Im Zuge des Ersten Weltkrieges unterstützen dann vor allem die Deutschen diese Eigenständigkeit der Ukraine, nicht weil den Deutschen irgendwas an der Ukraine gelegen ist, sondern die Deutschen versuchen also zaristische Soldaten, die aus der Ukraine gestammt sind, in Gefangenenlagern zusammenzuführen, ungefähr 50.000, um ihnen hier im Gefangenenlager eine ukrainische Tradition zu vermitteln. Man will, dass diese ukrainischen Soldaten heimkehren im Ersten Weltkrieg und dann eben einen Aufstand machen im russischen Zarenreich, um das russische Zarenreich eben zu destabilisieren. Wie gesagt, nicht weil den Deutschen irgendwas daran gelegen wäre, eine eigene Nation Ukraine zu begründen. Allerdings, dieser Plan geht nicht auf, weil der Krieg vorher zu Ende ist, bevor man diese zaristischen Soldaten eben wieder zurückschicken kann in die Ukraine. Interessant ist auch, dass die Polen dieser Zeit sagen, vor allem die nationalistischen Polen, die Ukraine gäbe es eigentlich gar nicht, sie sei eine deutsche Erfindung. Interessant ist auch die Einlassung der russischen Seite. Die Russen sagen nämlich, die Erfindung der die Ukraine sei eine Erfindung der österreichischen Diplomatie. Also sowohl die einzigen beiden Großmächte, die die Ukraine regiert haben, wie Polen, wie auch Russland erkennen also hier nicht an, dass die Ukraine ein Recht auf Eigenständigkeit hätte. Im Zuge der Februarrevolution in Russland, wo im Februar 1917 der Zar abgesetzt wird, gelingt es dann den Ukrainern in den allgemeinen Wirren auch sich selber hier für neutral, für eigenständig zu erklären. Man begründet eine zentrale Rada, das ist quasi ein Nationalparlament, und man verkündet dann auch sehr schnell darauf seine Eigenständigkeit. Allerdings, die Übergangsregierung in Russland, das Zarenreich war, hat ja abgewirtschaftet gehabt, hat also nicht eingesehen, diese Ukraine anzuerkennen. Es kommt dann zu einem kleinen Konflikt, der damit endet, dass man auf der ukrainischen Seite zwar das russische Reich anerkennt und auch als sich selber als ein Teil dieses russischen Zarenreiches sieht, aber das russische Übergangsreich, und auf der anderen Seite allerdings auch das russische Übergangsreich hier die Ukraine als eine teilautonome Region innerhalb des russischen Reiches hier akzeptiert. Wie gesagt, es kommt immer wieder zu Verkündigungen, dass man sich jetzt eben hier als autonom bzw. als souverän angesehen hat. Allerdings sehr schnell fangen die Bolschewiki in Russland an, hier also auch auf die Ukraine zu wirken. Man versucht, dass die Ukraine sehr schnell wieder in diese neue angedachte Räterepublik, Räte heißt auf Russisch Sowjet, dann mit einzubinden. Es kommt zu einem Aufstand und diesen Aufstand lässt man dann quasi niederschlagen mit den Mittelmächten. Die Mittelmächte, die 1918 sich ja so ein bisschen auf der Zielgerade an der östlichen Front sehen. Man versucht ja, einen Separatfrieden mit Russland herbeizuführen. Und diese Mittelmächte setzen sich dann auch dafür ein für die Ukraine. Und unter dem Schutz der Mittelmächte kann dann eben eine eigene Ukraine hier entstehen.
Allerdings in Mittelmächten liegt es sehr daran, dass die Ukraine, die über sehr fruchtbare Böden verfügt, zukünftig das Deutsche Reich auch mit ausreichenden Lebensmitteln versorgt. Das war allgemein ein großes Problem im Ersten Weltkrieg gewesen. Und es kommt dann immer wieder zu massiven Auflagen an die ukrainische Bauernbevölkerung, dass sie eben noch mehr Lebensmittel abführen müssen, sodass letztendlich sich auch hier die ukrainische Bevölkerung gegen diese deutsche Besatzung auflehnt. Und es kommt dann eben zu einem Sturz der Verwalter des Deutschen Reiches, wird bei einem Anschlag getötet. Und im Zuge des weiteren Verlaufes des Ersten Weltkrieges ist es dann eben so, dass diese Ukraine sehr schnell auch wieder aufhört zu existieren. Und wie gesagt, der Oberbefehlshaber ist ermordet worden. Und dann kommt es eben zu einem neuen Sturm der Bolschewiki. Und sehr schnell, nämlich bereits im Januar 1919, gelingt es dann den Bolschewiki Kiew hier zu erobern und dann hier eben in Kiew eine neue sozialistische Sowjetrepublik der Ukraine zu begründen. Und bereits 1920, so nur wenige Monate später, ist dann eigentlich die gesamte Ukraine wieder zum russischen Bereich dazugekommen. Es gibt nochmal einen kleineren Aufstand in dem Westen der Ukraine, der kann allerdings letztendlich 1921 niedergeschlagen werden. Und somit ist dann also diese Eigenständigkeit der Ukraine auch gleich wieder Geschichte. Die Sowjetunion investiert vor allem in den 20er und 30er Jahren sehr viel Geld in die Sowjetrepublik Ukraine. Es werden dort Millionenstädte begründet, es werden wirtschaftliche Zentren aufgebaut, es werden auch natürlich Universitäten begründet, sodass die Ukraine oder die Sowjetrepublik der Ukraine durchaus auch profitiert. Natürlich diese Industrialisierung, die Stalin hier durchgesetzt hat, wir haben das jetzt in den letzten Wochen und Monaten auch wieder gehört, führen zu massenhaften Tod. Wir sprechen von mehreren Millionen Menschen, die auch in der Ukraine ihr Leben lassen, weil diese Industrialisierung halt eben keine Rücksicht nimmt auf irgendwelche Begebenheiten und Stalin mit brachialer Gewalt versucht, seinen neuen Staat, seinen neuen Industriestaat hier eben hochzuziehen. Im Zuge des Barbarossa-Feldzuges 1941 kommt dann auch die Wehrmacht in das ukrainische Gebiet hinein. Und in der Ukraine selber gibt es eine nationale Bewegung auch hier seit den 30er Jahren. Und diese Nationalbewegung hat vor allem ein Problem mit der Sowjetunion und bietet sich quasi den Deutschen an, mit den Deutschen zusammen hier eine neue Ukraine zu begründen. Man sieht sich als gleich oder als ebenbürtig mit den Deutschen an. Und einer der wichtigsten Vertreter dieser Nationalbewegung ist der Stefan Bandera. Und Stefan Bandera, ein ukrainischer Nationalheld, zumindest wird er in Teilen der Ukraine als solcher gesehen, bietet sich hier also den Deutschen an. Er, wie gesagt, träumt von einer eigenständigen Ukraine. Allerdings, was seinen Namen so ein wenig beschmutzt, ist vielleicht das falsche Wort, aber ein Misskredit zieht, ist natürlich die Tatsache, dass er von einer rein ethnischen Ukraine geträumt hat. Er hat also auch Massaker gegen Polen und Litauer durchführen lassen und Juden waren auch nicht so seine Freunde gewesen. Und als dann die Deutschen gekommen sind, liefert er mit Vorliebe die Juden an die Deutschen aus und die Deutschen errichten über 180 Konzentrationslager in der heutigen Ukraine und durch die deutsche Besatzung kommen 5 bis 7 Millionen Menschen in der Ukraine zu Tode. Die Idee von Stefan Bandera, wie gesagt, eine eigenständige Ukraine zu begründen, das ist den Deutschen dann doch so ein bisschen zu viel Nationalismus. Und Stefan Bandera wird dann in der Folge in ein Konzentrationslager gepackt. Und nach dem Zweiten Weltkrieg verbleibt er in Deutschland und wird 1959, erlebt unter falschen Namen in München, von einem KGB-Agenten in München umgebracht. Er liegt heute auf dem Hauptfriedhof in München beerdigt. Und hin und wieder kommt es vor, dass nationalgesinnte Ukrainer heute immer noch Kranzniederlegungen an seinem Grab machen. Ja, wie gesagt, nachdem die Ukraine, wo ist denn meine Maus? Nachdem die Deutschen dann wieder weg sind, wird die Ukraine wieder reintegriert in die Sowjetunion. Es werden auch große Massaker seitens der Sowjetunion in der Ukraine durchgeführt, nämlich gegenüber all denjenigen, die mit den Deutschen kollaboriert haben. Und das will natürlich die Sowjetunion so nicht auf sich sitzen lassen. In der Folge entwickelt sich die
halt eine Weiterentwicklung der Sowjetunion, das hier gutheißt oder sehen kann. Und 1954 geht der Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion hin und schenkt der Ukraine die Krim, die zuvor russisch gewesen ist. Chruschtschow selber ist Ukraine und innerhalb der Sowjetunion hat das natürlich keine Rolle gespielt. 1987 kommt wieder eine neue Nationalbewegung in der Ukraine auf. Man muss das kurz erklären. Wir haben ja 1985 einen neuen Generalsekretär in Moskau bekommen, nämlich Michail Gorbatschow, der von Glasnost und Perestroika spricht, also von Aufbruch und Veränderung. Und in diesem Zusammenhang kommt eben auch ein neues nationale Gesinnung in der Ukraine auf. Und man fängt dann eben an, 1989 hier schon ukrainisch wieder als Amtssprache einzuführen. Eine Volksbewegung ist entstanden, die dann also eben sehr schnell hier auch eine Eigenständigkeit fordert. 1990 gibt es eine große Menschenkette und in Kiew und in Lviv, also in dem ehemaligen Lemberg. Und hier wird dann auch zum ersten Mal diese blau-gelbe Fahne gezeigt als neues ukrainisches Sinnbild. Und man diskutiert schon 1990 nach einer Loslösung von der Sowjetunion, lässt sich allerdings damit noch ein wenig Zeit. Und erst im August 1991 kommt es ja nochmal zu einem Putschversuch in Moskau, wo eben die Altkommunisten mit Teilen der ehemaligen Roten Armee versuchen, das Ruder noch einmal herumzureißen. Der Putsch wird damals mit Masse von Boris Jelzin, dem neu gewählten Präsidenten von Russland, eben beigelegt, ohne dass es hier zu größeren Todesopfern gekommen ist. Und am 24. August 1991 bestimmt dann die Ukraine mit 346 der 450 Stimmen aus ihrem Regionalparlament, dass sie sich eben von der Sowjetunion lösen wollen bzw. gelöst haben und einen eigenständigen ukrainischen Staat begründet haben. Natürlich, wenn ein Staat begründet ist, läuft natürlich am Anfang noch nicht alles so reibungslos ab. Das sollte uns nach der eigenen Geschichte auch sehr bewusst sein. Sondern es gibt natürlich sehr viele Probleme, weil natürlich jeder etwas anderes versteht, wie eine neue Demokratie denn auszusehen hat. Und die Europäer waren allerdings sehr wohlwollend gewesen und haben die Ukraine in ihrer Entfaltung da immer wieder unterstützt. Allerdings müssen wir auch erkennen, dass es doch durch zu massiven gesellschaftlichen Problemen in der Ukraine gekommen ist, ähnlich wie wir das in Russland erlebt haben, wo in den 90er Jahren vor allem diese Oligarchen große Teile der Wirtschaft sich in Russland und so auch in der Ukraine eigene Oligarchen dann hier unter den Nagel gerissen haben. 2013 erlebt die Ukraine eine massive rechte Bewegung. Diese rechte Bewegung macht sich an zwei Dingen deutlich. Zum einen der damalige Präsident Janukowitsch wird 2014 gestürzt bzw. hat sich nach Moskau abgesetzt. Und in der Folge, wie gesagt, ist er gestürzt worden. Und eine Übergangsregierung wird gebildet in der Ukraine und bei dieser Übergangsregierung ist unter anderem auch die Swoboda-Partei mit im Boot. Und die Swoboda-Partei bekommt damals das Kultusministerium. Das Erste, was diese Swoboda-Partei macht, sie verbietet alle Fremdsprachen in der Ukraine. Und die Ukraine ist ein Vielvölkerstaat, wie wir das in der geschichtlichen Darstellung jetzt ja eben schon ein bisschen so umrissen haben. Es leben sehr viele Polen dort, es leben Ungarn dort, es leben Russen dort. Und alle sprechen natürlich ihre jeweilige Muttersprache und empfangen Medien in ihrer jeweiligen Muttersprache. Und das wird jetzt in der Ukraine verboten. Dieses Gesetz ist natürlich mittlerweile wieder aufgehoben worden, aber das war die Situation 2014. Was diese Swoboda-Partei noch sehr problematisch gemacht hat, diese Swoboda-Partei hat ein politisches Seminar betrieben, so wie die SPD die Friedrich-Ebert-Stiftung in Deutschland betreibt oder die CDU die Konrad-Adenauer-Stiftung oder die Grünen die Heinrich-Böll-Stiftung. So hat diese Swoboda-Partei eine parteinahe Stiftung betrieben, die bis Mai 2014 den Namen hatte Josef-Goebbels-Institut. Und eine Partei, die eine parteinahme Stiftung mit dem Namen Josef-Goebbels-Institut betreibt, die kann man nicht mehr als rechtsnational beschreiben, das sind Faschisten. Der damalige und heutige Bundestagsabgeordnete Gregor Gysi hat dann auch im Juni 2014 die deutsche Bundesregierung gefragt, wie es eigentlich sein könnte, dass wir als Deutsche eine ukrainische Regierung unterstützen würden, wo nachweislich Faschisten mit an Bord wären. Das war der politische Part.
diese Rechtslastigkeit, die wir in der Ukraine 2013, 2014 durchaus gespürt haben, die spielt seit spätestens 2016 keinerlei Rolle mehr in der Ukraine. Wir haben natürlich auch in der Ukraine nach wie vor rechte Parteien, so wie wir in ganz Europa rechte Parteien haben, aber eben nicht mehr in der Form, dass sie irgendwie ins Parlament einziehen würden oder eine größere gesellschaftliche Gruppe repräsentieren würden. Allerdings 2013 haben sich auch im Westen der Ukraine Freiwilligenverbände, freiwillige Sicherheitsverbände gebildet, teilweise mit Hakenkreuzbanderole patrouilliert. Aus diesen Freiwilligenverbänden hat sich das Aschowsche Regiment herausgebildet. Das Aschowsche Regiment ist Ihnen wahrscheinlich ein Begriff, das hat vor allem um Mariupol bei der Schlacht im März sich einen Namen gemacht. Und dieses Aschowsche Regiment, das weiß auch der ukrainische Staat, hat also durchaus ein rechtes Problem gehabt. Und wenn man auf die Homepage der Ukraine, des ukrainischen Staates geht, wird man auch darüber informiert, dass die Ukraine um das rechte Problem des Aschowschen Regiment weiß und sehr viele Anstrengungen unternommen hatte, eben hier diese Rechtslastigkeit auszumerzen. Also die einzelnen Soldaten wurden eben hier einer Überprüfung überzogen und die Schlimmsten sind dann eben aussortiert worden. Und wenn man der Information des ukrainischen Staates Glauben schenken möchte, waren sie mit dieser Aktion sehr erfolgreich gewesen. Allerdings, wer das nicht so ganz glauben möchte, die UN hat auch Berichte zum Aschowschen Regiment herausgebracht, die kommt nicht ganz zum gleichen Ergebnis. Das Aschowsche Regiment ist wie seit spätestens seit 2016 ein offizieller Teil der ukrainischen Armee. Warum habe ich Ihnen das so ausführlich erklärt? Es war einer der Argumente gewesen, warum Putin Anfang diesen Jahres in die Ukraine einmarschiert sei. Er hatte gesagt, er will die Ukraine entnazifizieren. Wie gesagt, 2013, 2014 hatten wir ein durchaus ernstzunehmendes rechtes Problem in der Ukraine gehabt, das allerdings, wie gesagt, heute überhaupt keine Rolle mehr spielt, sodass Putins Argumentation hier völlig null und nichtig ist. Allerdings nach der Schlacht um Mariupol und die Soldaten sich ergeben mussten, war das natürlich für Putin die ideale Situation, seinen eigenen Bürgern zu zeigen. Ich habe euch doch gesagt, das sind alles Rechte und die werden jetzt vor Schauprozesse in Russland gestellt, um eben die Argumentation von Putin hier zu unterstützen. Allerdings, wie gesagt, das ist keine Argumentation. Wie gesagt, Herr Putin ist am 24.02. völlig überraschend einmarschiert. Seine anderen Beweggründe, also eine Beweggrund von ihm war eben, er muss die Ukraine entnazifizieren. Das habe ich Ihnen eben ausgeführt, dass das also nicht der Fall ist. Und zum anderen hat er gesagt, ja, die Ukraine spielt mit dem Gedanken, der NATO beitreten zu wollen. Dazu muss man auch ein wenig ausholen. Im Januar 1997 gab es die Erklärung von Madrid. Die Erklärung von Madrid besagt, dass alle europäischen Staaten zukünftig frei darüber entscheiden dürfen, welchem Militärbündnis sie beitreten wollen. Nachdem der Warschauer Pakt bereits im Juli 1991 aufgelöst worden ist, war eigentlich nur die NATO als Militärpakt übrig geblieben. Und wir erleben ja in der NATO, wenn man die NATO einen Beschluss fasst, brauchen wir dort Einstimmigkeit. Wir erleben das ja zurzeit mit der Aufnahme von Schweden und von Finnland. Und eben Schweden und Finnland brauchen die Einstimmigkeit und die Türkei ist zurzeit dabei, diese Einstimmigkeit ein wenig zu verhindern, weil sie sagen, es gibt dort in Schweden und Finnland eben Terroristen von der Türkei und die beiden Staaten mögen doch erstmal diese Terroristen an die Türkei ausliefern. Erst dann würde Erdogan hier seinem Parlament anraten, hier diese Aufnahme von Schweden und Finnland zu unterstützen. Bereits 2008 hatte die Ukraine auch schon einen Antrag gestellt, NATO-Mitglied zu werden. Und 2008 waren vor allem dagegen gewesen alle westlichen NATO-Staaten in Europa. Dafür waren mit Masse die USA und einige osteuropäische NATO-Staaten. Die westeuropäischen NATO-Staaten haben ihre Ablehnung damit begründet, dass sie gesagt haben, wenn wir die Ukraine aufnehmen, dann kriegen wir Probleme mit Russland. Und man muss vielleicht auch hier mal kurz erwähnen, wenn man eine Großmacht als Nachbarn hat, dann kann man seine Außen- und Sicherheitspolitik nicht ganz so frei entscheiden, wie man das kann, wenn man das eben nicht hat. Alle Großmächte, USA, Russland und China haben ein gewisses Sicherheitsbedürfnis. Ob das gerechtfertigt ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, sie haben diesen.
Und stellen wir uns einfach mal vor, es gäbe heute ein Sicherheitsbündnis, wo China den Hut auf hätte. Und China, durch das Sicherheitsbündnis, würde heute Kuba oder auch Mexiko ein Bündnis anbieten. Ich glaube nicht, dass die Amerikaner dem einfach zuschauen würden. Wir haben auch Ähnliches 1962 erlebt bei der Kuba-Krise. Nachdem die Sowjetunion in Kuba Atomraketen aufgestellt hatte, haben die Amerikaner mit dem Dritten Weltkrieg gedroht. Natürlich, das sind Zeiten des Kalten Krieges und es ist nur schwer, natürlich mit der heutigen Zeit zu verbinden. Allerdings auch China betreibt die Politik, keine Amerikaner an ihrer Außengrenze. Das dürfte mir auch der Hintergrund sein, warum China heute immer noch an Nordkorea festhält, obwohl China mittlerweile erkannt hat, dass der Kim Jong-un der Zweite sicherlich kein verlässlicher Partner ist. Allerdings sagen die Chinesen, wenn sie in Nordkorea aufgeben, kommt es unweigerlich zu einer Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel. Die wird nicht friedlich stattfinden. Und dann gehen die Chinesen davon aus, dass Südkorea gewinnt. Und dann würden dann eben amerikanische Truppen, die mit Südkorea verbündet sind, an der chinesischen Außengrenze stehen. Und das will China ebenso nicht zulassen. Es gab die letzten 20 Jahre zumindest eine theoretische Möglichkeit, wo amerikanische Truppen an der chinesischen Außengrenze gestanden sind. Nämlich das war der Wakhan-Korridor in Afghanistan, eine Landzunge, die ungefähr 70 Kilometer Länge hat, wo es, wie gesagt, eine theoretische Möglichkeit gegeben hat, wo die Amerikaner an der Außengrenze von China gestanden haben. Ansonsten legt China sehr viel Wert darauf, dass eben keine Amerikaner dort stehen. China und Russland haben natürlich das Problem, sie haben eine gemeinsame Grenze, sodass sie sich also hier nicht gegenüber dem anderen abschirmen können. Aber sie möchten, wie gesagt, keine Amerikaner an ihrer Außengrenze haben. Einige Experten sagen, wenn die Ukraine 2008 Mitglied der NATO geworden wäre, dann hätte es 2022 keinen Krieg in der Ukraine gegeben. Ja, das stimmt. Den hätte es 2008 gegeben. Ich gehe fest davon aus, dass auch Putin 2008 keinerlei Lust hatte, hier die Amerikaner bzw. die NATO als direkte Nachbarn eben zu begrüßen. Das sollte man einfach nur als Hintergrund haben. Putin, wie gesagt, hat argumentiert, die Ukraine könnte erneut den Antrag stellen, in die NATO aufgenommen zu werden. Auch diese Begründung ist sehr fadenscheinig. Da Joe Biden im Sommer letzten Jahres 21 gesagt hatte, dass die Ukraine überhaupt nicht die Voraussetzungen erfüllen würde, in die NATO aufgenommen zu werden. Einer der Aufnahmekriterien, um in die NATO aufgenommen zu werden, ist zum Beispiel auch, dass die Korruption in dem betreffenden Land einigermaßen unter Kontrolle ist. Und das ist ein ganz großes Problem, was die Ukraine hat. Die Ukraine ist zwar einen Platz besser als Russland, was den Korruptionsindex angeht, aber mit einer Zahl, ich glaube 161, ich bin aber nicht ganz sicher, steht sie natürlich nicht zur Debatte, in die NATO aufgenommen zu werden. Also die beiden Argumentationen, die Putin gebracht hat, einerseits die Entnazifizierung und andererseits die drohende Mitgliedschaft in die NATO, sind fadenscheinige Gründe gewesen, warum Putin hier einmarschiert ist, weil beide Gründe, ich habe sie eben ausgeführt, eben nicht zur aktuellen Zeit eben angestanden sind. Heute haben wir den Tag 300 seit dem Überfall von Russland auf die Ukraine. Wir müssen feststellen, dass Teile von der Ostukraine mittlerweile von Russland erobert sind, auch wenn die Ukraine ihrerseits natürlich versucht, diese Gebiete zurückzuerobern. Die Ukraine betreibt ja seit September diesen Jahres eine massiv angelegte Gegenoffensive. Allerdings, die Ukraine hat natürlich ein personelles Problem. Die russischen Streitkräfte werden angegeben ungefähr mit 1 Million Mann. Die ukrainischen Streitkräfte waren bei Beginn ungefähr bei 200.000 Mann gewesen. Und die Ukraine hat natürlich jetzt im Verlauf des Krieges massiv an Soldaten eingebüßt, genauso wie die Russen. Man kann also sagen, die ganzen Zahlen, die Sie im Internet und in den Medien hören, stimmen natürlich nicht. Aber man kann so grob sagen, der Angreifer hat immer eine doppelt so hohe Zahl an Verlusten wie der Verteidiger. Das sind so einfache Zahlen, die wir so in der Militärpolitik immer wieder andenken. Ja, durch diese Gegenoffensive, die die Ukraine und mit ihnen ihr Präsident Zelensky seit September diesen Jahres geführt hat, hat sich Russland motiviert gefühlt, diese ostukrainischen Gebiete, die sie erobert hatten, eben durch Scheinreferenten im Oktober auch der Russischen Föderation anzuschließen. Er hat also diese Bereiche annektiert. Das hat ihm natürlich eine neue Möglichkeit gegeben, auch wenn wir natürlich im Westen diese Annexionen nicht anerkannt haben. Für Russland sind diese Gebiete jetzt russische Staatsgebiet. Und das erlaubt Russland, die sogenannten russischen Atomdoktrinen hier zum Einsatz zu bringen, die natürlich besagen, sobald russisches Territorium
gefährdet ist, darf die Atomwaffe hier eingesetzt werden. Allerdings auch, was diese Spekulation über die Atomwaffen angeht, muss man vielleicht hier einmal anmerken, dass es vor allem eine Argumentationsschiene oder eine Propagandaschiene, die Putin hier betreibt, die er weiß, die vor allem in Deutschland unheimlich verfängt. Wir in Deutschland haben eine sehr, sehr große Angst vor einem Atomkrieg. Wir wollen also keinen haben. Wenn wir uns mal die Informationen in den übrigen europäischen Staaten anschauen, da wird nicht so oft von Atomkrieg gesprochen wie hier in Deutschland. Wie gesagt, Putin weiß auch sehr genau, mit welchen Propagandamitteln er welches europäisches Land vielleicht dazu motivieren könnte, von einer unterstützenden Ukraine Abstand zu nehmen. Wie gesagt, bei uns funktioniert diese Atomgeschichte ganz gut. Ich selber gehe davon nicht aus, dass hier eine Atomwaffe zum Einsatz kommt, weil das natürlich letztendlich auch für Russland danach der finale Schlag wäre, weil damit wäre natürlich der Dritte Weltkrieg ausgebrochen und das wollen wir natürlich alle nicht haben. Also ich gehe davon aus, dass Russland, so wie der jetzige Stand ist, nicht den Einsatz von Atomwaffen ins Auge fassen wird. Allerdings, wir wissen nicht, was Putin noch so an Arsenalen, an Waffenarsenalen zu Hause hat. Wir haben bis jetzt das große Glück gehabt, dass eben noch keine chemischen oder biologischen Waffen hier zum Einsatz gekommen sind. Da hat Russland sicherlich auch noch einiges an Arsenalen vorrätig, mit dem er die ukrainische Bevölkerung drangsalieren könnte. Und so schlimm das sicherlich für den einen oder anderen klingt, Krieg ist schon immer brutal gewesen. Und in Kriegen hat man immer wieder versucht, vor allem die Zivilbevölkerung zu drangsalieren. Und das erleben wir zurzeit ganz massiv natürlich in der Ukraine. Natürlich in einem anstehenden oder einem bestehenden Winter ist es natürlich für den Angreifer sehr interessant, die ukrainische Bevölkerung von jeglicher Versorgung, heißt es Wasser, heißt es Heizung, sei es Strom, abzuschließen beziehungsweise daran zu hindern, das eben zukünftig zu bekommen. Aber auch das haben wir, wie gesagt, bei vielen Kriegen davor auch schon erlebt. Herr Zelensky, der Präsident der Ukraine, spricht immer sehr gerne davon, dass er das als Terrorismus, als Staatsterrorismus bezeichnet, wenn man eben hier die Zivilbevölkerung massakriert und auch bedroht und sie von der Infrastruktur abschneidet. Aber auch wie gesagt, das haben wir in vielen Kriegen auch erlebt. Ich möchte nur daran erinnern, der Angriff auf Dresden Ende des Zweiten Weltkrieges war nichts anderes gewesen als die Demoralisierung der deutschen Bevölkerung. Das ist leider was völlig Normales im Krieg. Krieg hat seine eigenen Regeln, auch wenn man das sich nur sehr, sehr schwer vorstellen kann. Die Hoffnung ist natürlich, dass möglichst bald die Waffen schweigen. Bloß im Augenblick ist es sehr, sehr schwierig, irgendeine Perspektive zu sehen. Allerdings die Ukraine muss sich auch darüber klar sein, die Waffenlieferungen, die seitens der NATO kommen, die auch gut sind an die Ukraine, um sie in ihrem Freiheitskampf gegen Russland zu unterstützen, haben natürlich einen kleinen Nachteil. Diese westlichen Waffensysteme, die die NATO-Staaten an die Ukraine liefern, kommen ja mit Masse, abgesehen vom Geparden, einem Luftabwehrpanzer, den die Bundeswehr nicht mehr nutzt, kommen diese Waffensysteme eben nicht von den Halden der diversen Rüstungsfirmen, sondern aus den aktiven Beständen der NATO-Truppen. Und die Frage wird sein, wie lange können diese NATO-Staaten eben noch diese Waffenlieferung aufrechterhalten, ohne selber eine Gefährdung ihrer eigenen Verteidigungsfähigkeit zu bekommen. Und Joe Biden hat am 6. November 2022 dann auch Zelensky aufgefordert, doch an den Kreml zu signalisieren, er sei verhandlungsbereit. Zelensky ist dem Wunsch nachgekommen und hat gesagt, ja, wenn die Russen sich komplett aus der Ukraine zurückgezogen hätten, inklusive der Krim, dann sei er verhandlungsbereit. Ich glaube, ich hatte Ursache mit Wirkung verwechselt. Das kann vielleicht das Ergebnis von Friedensgesprächen sein, das kann nicht die Voraussetzung sein. Die Ukraine muss sich eben überlegen, wie lange glaubt sie, kann der Westen noch diese Waffenlieferung an die Ukraine aufrechterhalten? Und wir sehen das ja schon bei der Bundeswehr, mal ganz abgesehen von dem Mangel an der Einsatzfähigkeit unseres Waffen und Gerätes, ist es natürlich auch das Problem, diese Haubitzen, die wir an die Ukraine geliefert haben, die fehlen jetzt einer deutschen Artilleriebatterie. Und die Rüstungsfirmen produzieren nicht am Fließband. Ich gehe davon aus, dass diese Panzerhaubitzen, diese 12, die wir geliefert haben, wahrscheinlich so im Jahre 2026 beziehungsweise 2027 wieder in der Truppe sein werden. Und das stellt natürlich auch für viele andere NATO-Staaten ein großes Problem dar. Wie viel von ihrem aktiven Gerät können sie noch an die Ukraine liefern, bevor sie sich selber quasi hilflos machen? Und ich befürchte, dass die NATO-Staaten irgendwann, und das wird nicht mehr in allzu ferner Zukunft sein, hier eben signalisieren, dass sie keine großartigen Waffenbestände mehr liefern können.
Auch natürlich, was den Munitionsbedarf angeht, haben wir in der Ukraine gesehen, man braucht in so Kriegen unendlich viel Munition. Auch in der Bundeswehr gibt es den Spruch, ein Schuss, ein Treffer. Das funktioniert bestenfalls, wenn der Pappkamerad sich auf der Standortschießanlage nicht bewegt. Allerdings ansonsten funktioniert das nicht. Die Ukraine, nach meinen Informationen, verschießt 30.000 Granaten in der Woche. Die Bundeswehr bekommt geliefert 100.000 im Jahr. Das heißt, auch die übrigen Nationen, die natürlich mit Masse auch Munition an die Ukraine liefern, werden auch hier sehr schnell an ihre Belastungsgrenze kommen, weil wie viel Munition können sie liefern, bevor sie sich komplett blank machen? Auch in Deutschland haben wir die Situation mittlerweile so, dass wir noch ungefähr für 2 Tage Munition hätten, wenn denn der Krieg weitergehen sollte. Und in Teilen der Artilleriemunition ist es nur noch für einen halben Tag. Und da werden auch natürlich andere NATO-Staaten in Europa sehr schnell die Reißleine ziehen. Joe Biden hat zudem das Problem, dass die Republikaner in den USA oder ein Teil der Republikaner nicht mehr so ganz hinter den Waffenlieferungen an die Ukraine stehen, wie das noch am Anfang des Krieges der Fall war. Ein Teil dieser Republikaner ist der Meinung, diese Waffenlieferungen sollten besser gestern eingestellt werden als heute. Und das ist natürlich für Joe Biden auch ein Problem, wenn er weiterhin diese Ukraine unterstützen möchte. Die USA haben noch den Vorteil, sie müssen noch nicht an die Waffenbestände ihrer aktiven Einheiten ran. Die USA entwaffnen zurzeit ihre ganze Reserve. Aber auch die USA wird irgendwann in die Verlegenheit geraten, ihre aktiven Verbände zu entwaffnen. Und wie gesagt, Rüstungsfirmen produzieren nicht am Fließband. Und spätestens dann, befürchte ich, werden auch die USA ihre Waffenlieferungen und Munitionslieferungen an die Ukraine drosseln, wenn nicht ganz einstellen. Die Ukraine muss sich echt überlegen, wie lang kann die NATO noch diese Waffen in der Menge, wie sie zurzeit geliefert werden, vor allem auch die Munitionsbestände, weiter an die Ukraine liefern. Alle europäischen Staaten, inklusive auch der USA, haben keine Kriegswirtschaft. Und nach meinem Eindruck ist auch die Industrie nicht willens oder auch die Politik nicht willens, das zu ändern. Und dementsprechend sind diese Vorräte, die wir noch liefern können, sehr, sehr, sehr schnell endlich. Ja, das beendet meine Ausführungen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Gibt es Fragen? Sie kriegen ein Mikrofon, sonst hört das Internet nicht. Ich habe eine Frage zu Stalin. Warum hat Stalin so viele Ukrainer umgebracht? Wie war da die ideologische Begründung? Er hat nicht nur Ukrainer umgebracht, er hat auch alle anderen umgebracht. Es ging ja damals darum, seine Industrialisierung voranzutreiben. Und das hat er mit brachialer Gewalt durchgesetzt. Man hat also der Landbevölkerung die Lebensgrundlagen genommen, indem man die Lebensmittel einfach in die Städte umgelagert hat. Die Landwirtschaft musste also auch teilweise ihr Saatgut abgeben, um daraus Brot zu backen für die städtische Bevölkerung, um die Industrialisierung nach vorne zu bringen. Dieser Mord an den Ukrainern war, wie gesagt, nicht nur die Ukrainer, das war Gesamtrussland gewesen. Und natürlich auch die anderen Völker in diesem Vielvölkerstaat, Sowjetunion, haben massiv darunter gelitten. Auch die eigene Bevölkerung hat massiv darunter gelitten. Also die Ukraine stellt hier keine Besonderheit dar, auch wenn das gerne so ein bisschen dargestellt wird. Stalin hat sich da so sehr gütlich an allen Menschen in der Sowjetunion orientiert. Was das Ganze nicht besser macht. Zweite Frage noch dazu, zur Sprache. Wie unterscheidet sich Russisch von Ukrainisch in der Sprache? Ja, ich bin jetzt ich kann jetzt weder Russisch noch Ukrainisch. Die Sprachen sind sehr, sehr ähnlich. Das sollen Sie besser einen Ukrainer fragen. Wir sehen allerdings, dass viele Ukrainer auch Russisch können. Also die Sprachen scheinen sich schon sehr, sehr anzugleichen, also sehr, sehr ähnlich zu sein. Dass es also kein größeres Problem darstellt. Wenn Sie das eine lernen, können Sie auch das andere mehr oder weniger. Es gibt in der Grammatik ein paar Unterschiede und in der Aussprache, aber an weitestgehend sind Sprachen sehr ähnlich.
hast. Okay, danke schön. Genau, an dieser Stelle vielen Dank an Matthias Hoffmann für den Vortrag. Und wir gehen jetzt weiter im Programm und an dieser Stelle auch guten Abend von meiner Stelle. Also jetzt im Namen von der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg als Kooperationspartner für diese Don't Forget-Thementage. Herzlichen also willkommen und guten Abend an die Gäste hier im Scala und auch an die Gäste im Livestream. Die dürfen wir auch nicht vergessen. Auch wenn es um die Fragen geht, es gibt auch die Möglichkeit, Fragen aus dem Livestream zu stellen. Die werden dann irgendwie dann hierher übermittelt. Also nicht zögern, gerne auch Fragen von zu Hause aus stellen. Genau, als nächster darf ich jetzt hier auf die Bühne Jo Angerer begrüßen. Herzlich willkommen. Hallo. Jo Angerer, Journalist, angefangen hat er beim Bayerischen Rundfunk vor längerer Zeit. Dann war er lange tätig beim WDR und insbesondere für Monitor als Politikmagazin. Und seit 2019 ist er Korrespondent für die ARD oder war er Korrespondent für die ARD in Moskau. Damit war er auch einer der wenigen deutschen, wenigen deutschen Fernsehteams, unter anderem auch in Belarus während der Proteste bzw. der Revolution oder der versuchten Revolution. Und seit diesem Jahr ist er Korrespondent für die österreichische Zeitung Der Standard. Genau, und kurz vor dieser Veranstaltung, also wenige Tage vor der Veranstaltung, war Jo Angerer auch wieder in der Ukraine unterwegs, arbeiten für eine ARD-Dokumentation und darum wird es auch gleich gehen mit einigen aktuellen Bildern, wozu sie auch was sagen werden. Kurz vor der Veranstaltung, wo wir uns zum Vorgespräch treffen wollten, oder telefonisch, war für mich zumindest durch die Kommunikation dann klar, wir leben momentan in ganz verschiedene Welten hier. Wir in Deutschland sehr weit weg von diesem ganzen Kriegsgeschehen, auch wenn wir es täglich in den Nachrichten bekommen. Ich hatte den ganzen Tag versucht, Jo Angerer zu erreichen. Und dann kam am Abend die SMS, durch die Bombenangriffe. Heute war der Strom den ganzen Tag ausgeschaltet und eben dann war das Kriegsgeschehen dann irgendwie ganz ganz viel präsenter irgendwie. Jo Angerer. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ich bei euch hier heute sein darf sozusagen, über die gesamte Veranstaltungsreihe was sehr Wichtiges macht, nämlich einfach das Augenmerk wieder auf diese ganzen vergessenen Konflikte, die vergessenen Kriege, die es weltweit gibt, zu richten und zu thematisieren. Bisschen Asche aufs Haupt gestreut meiner eigenen Zunft. Wir haben sie auch vergessen im deutschen Fernsehen, in den deutschen Medien. Die Berichterstattung läuft auch fast ausschließlich im Moment eigentlich in Richtung Ukraine, was ja heute unser Thema ist. Schauen wir das nächste Bild nochmal an dazu. Ja, das ist jetzt innerhalb dieses Hauses, ist natürlich alles zerstört. Die Menschen haben ihre Wohnungen verloren. Bei diesem vermutlichen Raketenangriff sind über 40 Menschen gestorben unter den Trümmern dieses Hauses. Vielleicht nochmal ein, zwei weitere Ansichten. Das war die Küche der Wohnung dort. Und ich glaube, die Bilder sprechen für sich selber. Ja, und das ist eine Alltagsstraßenszene, wie man sie heute in Isium sieht. Erstaunlich viele wollen in der Stadt bleiben, in ihrer Heimatstadt. Möglicherweise haben sie natürlich auch keine andere Möglichkeit, wo sie hingehen können. Und und jetzt geht es darum, diesen bitterkalten Winter zu überleben. Das waren also die Eindrücke, die ich hatte, die ich auch selber erlebt habe. Ich habe auch die Stromabschaltungen mitgemacht. Kiew, wo ich dann jetzt am Schluss noch war, ist stockdunkel in der Nacht, gibt keine Straßenbeleuchtung mehr.
über Stunden hinweg, also da ist die Lage nicht ganz so schlimm wie in der Region Kharkiv, aber über Stunden hinweg fällt auch da der Strom aus und ist nicht vorhanden, kein Internet mehr dann und gar nichts. Also das ist schon eine harte Lage für die Leute, die jetzt über diesen bitterkalten Winter kommen müssen. Eine Frage, die Sie sich mir gestellt hat, Sie sind vor Ort gewesen für Dreharbeiten für eine ARD-Dokumentation. Wie war es dort für Sie als eigentlich Moskauer Korrespondent sozusagen, wie wurden Sie dort sozusagen empfangen von Behörden, von der Bevölkerung? Oder gibt es vielleicht spürbare Spannungen? Nein, das habe ich nicht erlebt. So, ich bin muss noch eine kleine Korrektur dazu machen. Ich arbeite auch für die Funke Mediengruppe als Korrespondent und war für die Zeitungen dort und für eine ARD-Dokumentation dort. Ich habe viel Herzlichkeit erlebt und ich habe keinerlei Ressentiments erlebt, weil ich in Moskau lebe. Umgekehrt ist es übrigens auch ganz spannend. Wenn man so in Russland, in Moskau, können wir ja vielleicht auch nachher nochmal drüber reden, wie das Leben dort so ist, jetzt mit Leuten sich unterhält. Wir sind ja jetzt quasi ein nicht mehr befreundeter oder nicht unfreundlicher Staat, wie man das so jetzt nennt in Russland. Weil redet man mit den normalen Menschen, die sagen, na ja, die Politik bei uns ist scheiße und bei euch ist ja auch scheiße, die Politik. Aber wir Menschen verstehen uns und insofern ist es da auch in Moskau ein ganz normales Leben, was wir dort haben, meine Frau und ich. Ja, jetzt, also es ist auch ziemlich schwierig, danach anzufangen, nach den Bildern auch. Aber was würden Sie sagen, sind Aspekte? Ich meine, dieser Krieg ist, also war in den ersten Wochen sehr, sehr präsent oder in der Medienberichterstattung in der westlichen. Jetzt ist es ein bisschen weniger präsent, aber trotzdem fast täglich Nachrichten über den Stand oder über die Angriffe. Was sind Aspekte, wo Sie den Eindruck haben, das wird vielleicht viel zu wenig wahrgenommen hier in Deutschland, in Westeuropa, was den Krieg angeht? Naja, wo ich mich als Journalist versuche, sage ich jetzt mal, mich darum zu bemühen, ohne jetzt Journalistenschelte betreiben zu wollen. Also mir ist ein bisschen zu wenig Analyse, mir ist ein bisschen zu wenig Hintergrund. Wir haben ja in dem Vortrag gerade eben dankenswerterweise einiges an Hintergründen jetzt ja mitgekriegt, was zu dieser Situation geführt hat. Zu wenig beleuchtet ist mir zum Beispiel auch die Rolle der Amerikaner in der ganzen in der Vorgeschichte dieses Krieges letztendlich, könnte man auch relativ viel dazu erzählen. Und einfach, dass man mal die Hintergründe versteht, das heißt nicht, dass man diesen Krieg natürlich rechtfertigt, oder das würde ich auch niemals tun. Aber dass man versteht, was letztendlich die Hintergründe auch von der russischen Seite waren, dass man eine Überlegung macht, zumindest wie es diplomatisch zu lösen ist. Tatsache ist, und das ist meine Einschätzung, diesen Krieg als Krieg kann keine Seite gewinnen. Weder die russische Seite noch die ukrainische Seite. Es klang ja in dem Vortrag jetzt auch gerade schon. Und da kann die Vorbedingung natürlich nicht so sein, dass man sagt, Rückzug in die Grenzen von 91 oder sowas und anschließend muss auch noch Putin zurücktreten und erst dann verhandeln wir. Das kann nicht sein. Auf der anderen Seite wird auch Russland Zugeständnisse machen müssen, um zumindest mal eine Waffenruhe zu erreichen und dann einen diplomatischen Prozess in Gang setzen zu können. Was ich sehr schade und was ein Versäumnis des Westens war, dass man nicht nachdrücklicher den sogenannten Minsker Friedensprozess weiter betrieben hat. Die berühmte Steinmeier-Formel, die ja bedeutet hat, dass man den umstrittenen Donbass, also den Osten der Ukraine, für kurze Zeit unter internationaler Kontrolle stellt, damit die Menschen dort wirklich abstimmen können, wo sie hingehören wollen, nach Russland oder in die Ukraine. Das kann man natürlich nicht so machen wie bei den Scheinreferenten jetzt, wo vielleicht nicht gerade mit vorgehaltener Kalaschnikow, aber doch unter
unter ziemlichem Druck ein Referendum durchgeführt wird. Das wird niemand anerkennen, dieses Referendum. Hätte man das unter UN-Kontrolle oder internationaler Kontrolle gemacht, was der Vorschlag damals war, dann hätten die Menschen zumindest entscheiden können, wo sie hingehören. Und das ist ja das Entscheidende eigentlich. Bei meinen Recherchen habe ich viele Leute getroffen oder auch von vielen Leuten gehört, dass sie sagen, mir ist doch am Schluss egal, ob ich zur Ukraine gehöre oder zu Russland gehöre. Ich will ein gutes Leben in meinem Dorf haben, sozusagen. Ich will Frieden haben. Ich will nicht, dass Bomben und Raketen auf mich jeden Tag fallen. Und wenn man damals den Leuten die Möglichkeit gegeben hätte, diese Entscheidung zu treffen, hätte man vielleicht diesen Krieg vermeiden können. Das ist jetzt natürlich sehr, sehr schwer zu erreichen, eigentlich fast unmöglich, dass man diesen Prozess wieder in Gang bringt. Diplomatisch sollte man allerdings wirklich alles probieren, was diesen Krieg beendet, weil ich glaube, wie gesagt, ich glaube nicht, dass er militärisch zu beenden ist. Und was wäre sozusagen Ihre Einschätzung, was diplomatisch da möglich wäre, weil es klingt sehr, sehr weit entfernt, so eine Lösung, wenn man sich die Haltungen also von Russland und von der Ukraine zu dem Thema anschaut, dass da eine Lösung erstmal Step by Step sozusagen, erstmal Waffenstillstand und schauen, ob man in Verhandlungen überhaupt eintreten kann. Und dann müsste man sehen, wie weit man diese Verhandlungen führen kann. Es ist natürlich ein Faktum geschaffen worden von der russischen Seite durch die Annexion. Also die Staatsdoktrin ist jetzt, das ist russisches Staatsgebiet geworden sozusagen. Darüber müsste man auch nochmal nachdenken sozusagen. Das wäre ein Denkprozess, wo Russland eintreten müsste. Und Selenskyj müsste in einen Denkprozess eintreten, dass er sagt, wir verhandeln erst nach dem vollständigen Truppenrückzug. So wird das auch nicht funktionieren, das Ganze. Und die schlimmste aller Varianten, die geschehen könnte, wäre, dass dieser Konflikt, dieser Krieg einfriert. Also eine Art brüchiger Waffenstillstand, ähnlich wie 2014/15 ist und dann in vielleicht 2-3 Jahren wieder aufflammt. Und wir müssen ja dabei auch sehen, wir haben ja derartige Konflikte nicht nur in der Ukraine, in vielen Ecken und Enden der zerfallenen Sowjetunion. Und es hängt ja auch mit dem Zerfall der Sowjetunion insgesamt zusammen. An vielen Ecken und Enden gibt es Konflikte. Also ich sage jetzt nochmal Georgien sozusagen. Man kann auch sozusagen den Krieg und den Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan um Bergkarabach kann man letztendlich auch in diese Reihe stellen sozusagen. Also da wird leider Gottes, befürchte ich, in den folgenden Jahren oder in den kommenden Jahren noch viel auf uns zukommen. Ist das nicht die wahrscheinlichste Zukunftsaussicht, dieses Einfrieren des Konflikts, wenn man sich eben diese verschiedenen Gebiete in der ehemaligen Sowjetunion, die mittlerweile ja teilweise separatistisch gehalten werden und wo die Konflikte sozusagen teilweise auch auf Jahrzehnte eingefroren sind? Naja, ich versuche immer Optimist zu bleiben sozusagen. Ich versuche immer und glaube letztendlich auch an Diplomatie und es ist allerdings nicht unwahrscheinlich, dass, da gebe ich Ihnen jetzt recht, es ist nicht unwahrscheinlich, dass, beziehen wir uns jetzt nochmal auf Ukraine, dass dieser Krieg einfrieren wird und dieser Konflikt eben nicht gelöst wird. Das ist nicht unwahrscheinlich, dass das so kommen wird. Wie ist es in Russland? Sie sind ja überwiegend in Russland tätig. Wie ist es dort seit dem Beginn des Angriffskriegs jetzt? Welche Probleme werden da sozusagen durch diesen Krieg gleich einfach überlagert oder auch vergessen, die sonst in Russland schwelen?
Naja, es ist die Hauptgeschichte ist natürlich, dass es kaum noch eine Opposition gibt in Russland. Das ist durch eine Reihe von Gesetzen und durch sehr harte Repressionen sind sehr viele Oppositionelle ins Ausland vertrieben worden. Sehr viele sind im Gefängnis auch, in Straflagern. Eben nicht nur Nawalny, was das prominenteste Beispiel ist, aber sehr, sehr viele andere auch. Es sind übrigens interessanterweise, es gibt noch nach wie vor Widerstand gegen den Krieg in Russland. Das sind nicht mehr die großen Massendemonstrationen, die es anfänglich gegeben hat. Es sind vor allem, damit komme ich jetzt auch ein bisschen auf mein Buchthema, es sind vor allem die Frauen dort. Also die Männer haben sich relativ abgemeldet, sage ich jetzt mal salopp. Aber die Frauen dort, die mit ganz fantasievollen Aktionen, kleinen Aktionen immer wieder darauf hinweisen, Leute, da ist Krieg und denkt dran, was in der Ukraine passiert. Weil der größte Fehler, den meiner Meinung nach Putin gemacht hat, war die Teilmobilisierung der Reservisten. Weil vorher war es nämlich so, und das hat man in Moskau auch gehört, dass die Leute gesagt haben, naja, da ist irgendeine Spezialoperation, da sind irgendwelche Spezialisten tätig, das wird schon alles so seine Richtigkeit haben, aber mich interessiert, wo fahre ich jetzt im Sommer in Urlaub hin sozusagen. Über diese Mobilisierung ist jetzt dieser Krieg, ist jetzt in jede russische Familie reingetragen worden. Jeder Reservist oder jeder 300.000, über 300.000 sind ja einberufen worden, kann theoretisch zum Militär einberufen werden. Das wird jetzt diskutiert. Da gab es auch Protestaktionen, auch wieder die Frauen, die da ganz vorne dran waren, in den entlegenen Regionen Russlands, also Dagestan, Bojazien beispielsweise, weil man da nämlich relativ viele zum Militär eingezogen hat und eben nicht aus der Region Moskau oder St. Petersburg, weil man da einfach mehr Proteste erwartet hat. Hat aber dort auch Proteste gegeben von Ehefrauen, von Freundinnen, von Müttern der Reservisten, die gesagt haben, was ist mit unseren Kindern los? Was passiert da? Unter welchen Bedingungen werden die zum Militär eingezogen? Also da ist Unruhe reingebracht worden, wobei man dazu sagen muss, diese Proteste sind im Wesentlichen nicht grundsätzlich gegen den Krieg, sondern diese Proteste sind gegen die Bedingungen der Soldaten, also Ausrüstung, Ausbildung und diese Dinge. Aber das hat beträchtliche Unruhe in die russische Gesellschaft gebracht. Es sind rund 400.000 potenzielle Reservisten oder Reservisten aus dem Land geflohen. Das sind sehr viele Hochqualifizierte drunter, sehr viele IT-Spezialisten. Klar, die können in fast jedem Land der Erde ihrem Beruf nachgehen. Und das merken wir jetzt teilweise schon an manchen Dingen, dass manche Apps, mit denen wir in Moskau zum Beispiel jetzt leben, unrunder laufen einfach, weil sie eben nicht mehr so gut gewartet werden, was vorher war. Also man merkt das jetzt schon in der russischen Gesellschaft, auch dieser Brain Drain von 400.000 Leuten. Also eigentlich auch auf Zeit ein Problem, was auf Russland zukommt, sozusagen wirtschaftlich. Andererseits, was Sie in Ihrem Buch Wenn Widerstand weiblich ist schreiben und auch anderswo regelmäßig behaupten oder sagen, ist, dass man in Russland bislang diese Sanktionspolitik überhaupt nicht merkt oder sehr, sehr wenig merkt, die wir hier im Westen sozusagen sehr viel besprochen haben und wo auch in vielen Medien oft die Rede war, was sie für Schaden anrichten, eventuell in Russland. Und sie meinen aber, das merkt man dort vor Ort kaum. Also man muss es differenziert sehen. Also wenn es darum geht, hungern die Leute, haben die keine Nahrungsmittel mehr, ganz klar nein. Sie haben eine Teuerung, es gibt eine Teuerung, Inflationsrate, je nachdem, ob man nun Produkte aus dem Westen mit einbezieht oder nicht. Aber wenn man jetzt mal so auf
russische Produkte, Nahrungsmittel, Grundnahrungsmittel geht, dürfte sie so bei 10-11% rumliegen, also durchaus auch in der Größenordnung der Inflationsrate, die wir hier auch haben. Wenn Sanktionen treffen, dann trifft es, sagen wir mal, eher die armen Leute. Medikamente zum Beispiel sind teurer geworden und die Renten in Russland sind sehr, sehr niedrig. Also das spüren die Rentner schon. Die Oligarchen, die das Establishment, die Reichen sind überhaupt nicht betroffen von den Sanktionen letztendlich. Die haben ihr Geld nicht mehr in Europa, sondern ganz woanders. Und die haben jetzt auf Bali, hörte ich jetzt neuerdings, siedeln sich auch viele an. Zwischenzeitlich, die leben auch teilweise längst nicht mehr in Russland. Diese Sanktionen treffen da nicht und die Wirtschaft insgesamt bislang auch nicht oder nur wenig. Das kann sich aber natürlich jetzt noch ändern, weil es gibt fast alles aus dem Westen nach wie vor, zumindest in Moskau, zu kaufen. Auch das allerneueste iPhone ist zu kaufen, obwohl Apple sich ja zurückgezogen hat aus dem Russland-Geschäft. Und das kommt dann halt über Drittstaaten rein, über Kasachstan oder über die Türkei, ist teurer geworden natürlich dadurch, aber ist noch erhältlich und die großen Ketten sind jetzt in russischer Hand, arbeiten aber genauso vorher weiter. Das berühmteste Beispiel vielleicht, was hier glaube ich auch bekannt ist, ist McDonald's hat sich zurückgezogen und heißt jetzt Skusnaya Dochka, also Lecker und Punkt übersetzt auf Deutsch. Es sind die gleichen Restaurants, es ist das gleiche Personal, die gleiche Fritteuse und die gleichen Lieferanten und die gleichen Produkte. Heißt halt jetzt noch nicht mehr McDonald's. Starbucks heißt jetzt Stars Coffee. Auch die gleiche Geschichte. Und so weiter. Da können wir jetzt viele Beispiele anführen. Also die Dinge gibt's nach wie vor noch. Also die Sanktionen treffen nicht in dem Sinne, wie sich das viele vielleicht im Westen vorgestellt haben. Die Leute gehen alle auf die Straße und jagen den Putin zum Teufel, weil sie so geknechtet sind. Das hat zumindest bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht stattgefunden. Uns Ausländer, das kann man vielleicht auch noch dazu sagen, die in Moskau leben, trifft das schon. Also zum Beispiel, dass unsere Kreditkarten nicht mehr funktionieren, dass man eigentlich Bargeld ins Land mitbringen muss, um seine Miete zu bezahlen. Aber das ist ja nun jetzt ein Spezialproblem von uns. Also die Ernährungslage, Versorgungslage ist gut. Da sehe ich im Supermarkt keinen Unterschied zu vorher. Sie haben eben erwähnt, dass der Protest, den es in Russland momentan gibt, am ehesten von Frauen jetzt getragen wird. Also es waren eine Zeit lang einige Proteste, die größere Proteste, die dann aber sehr schnell niedergeschlagen wurden. Seitdem ist es ruhig, aber Sie meinen, denn die noch protestieren, sind am ehesten Frauen. Wie kommt das? Also können Sie das irgendwie erklären, wie es kommt, mich hat das, dass die Männer sich zurückziehen? Und ich hatte das schon in Belarus in der Zeit, Sie haben es ja angesprochen, ich war fast 3 Monate als AD-Berichterstatter, im Laufe dieses Revolutionssommers, sage ich jetzt einfach mal so, dort. Und das liegt vielleicht auch natürlich daran, dass Frauen diejenigen sind, die natürlich von so verkrusteten, patriarchalen, alten Systemen am meisten betroffen sind, natürlich auch. Also in Belarus war es so, die haben dann Satiren draus gemacht sozusagen. Die sind dann also mit Putzeimer und Feudel auf die Demonstration gegangen und haben da gewaltig Lärm gemacht. Lukaschenko dann seine Militärparade abgehalten hat, dann haben die Frauen eben auch eine Militärparade gemacht, die hieß dann Women's Army of Liberation und sind dann auch im Stechschritt marschiert und so. Also und jetzt auch in Russland ist es so, dass es eben, wie gesagt, viele fantasievolle Protestformen gibt. Ich kann vielleicht mal eine Geschichte erzählen. Eine junge Künstlerin hat sich überlegt, was machen die Russen den ganzen Tag? Die schauen Staatsfernsehen, da kriegen sie ihre Propagandadosis sozusagen verpasst. Ich habe immer mal gesagt, wenn ich über die Dörfer fahre, wie die Leute denken, sehe ich am Hausdach, sehe ich eine normale Antenne, Staatsfernsehen, sehe ich eine Schüssel, auch andere Medien sozusagen.
Also die Leute schauen Staatsfernsehen und gehen in den Supermarkt einkaufen. Was hat die Frau gemacht? Sie ist hergegangen und hat die Preisschilder im Supermarkt ausgetauscht gegen Schilder, wo drauf stand, wisst ihr eigentlich, was in der Ukraine los ist? Habt ihr mal drüber nachgedacht, was das für die Menschen dort bedeutet? Und mit ähnlichen Sätzen. Und ist durch viele Supermärkte gezogen. Leider ist sie dann irgendwann mal erwischt worden und dann auch verurteilt worden. Aber solche Aktionen gibt's. Eine andere, eine junge Regisseurin, die mit einer Kinderpuppe mit roter Farbe bemalt war, einfach in der Metro spazieren gefahren ist und eigentlich nichts gesagt hat und geschaut hat, wie die Leute reagieren und mit den Leuten dann ins Gespräch gekommen ist. Also so individuelle Protestaktionen gibt's viele. Und es wäre jetzt auch einfach falsch zu sagen, die Russen alle und die Russinnen und Russen sind alle für den Krieg und stehen alle hinter Putin und da gibt's keine Nachdenklichkeit, wie man es ja bei uns hier jetzt in Medien auch öfters mal lesen kann. Also dass man die gesamte russische Bevölkerung mitverhaftet sozusagen für diesen Krieg. Wie ist es denn in der, also jetzt mal zurück zur Ukraine, ist ja eigentlich auch der Fokus für heute Abend. Sie hatten geschrieben, dieser Krieg oder das, was bekannt ist, dieser Krieg hat zu einer gewaltigen Retraditionalisierung geführt, also sozusagen zurück zu den ganz alten Rollenbildern, die Männer kämpfen und schießen sich gegenseitig ab und die Frauen sind dahinter und versuchen die Männer gesund zu kriegen, um wieder zum Schießen zu bringen. Oder so ähnlich steht es, glaube ich, in Ihrem Buch auch. Was war in der Zeit davor, also bevor dieser Krieg zu dieser Retraditionalisierung führte. Sie schreiben ja, mit dem Maidan waren ja viele Hoffnungen auch verbunden oder auch viele Frauen, die da engagiert waren. Was hat es in der Zwischenzeit gegeben für Fortschritte, die jetzt... Naja, die Maidan-Revolution, war einschneidend sozusagen einfach. Das war der Versuch, jetzt aufzubrechen in Richtung Demokratie, was irrsinnig schwierig ist in der Ukraine. Wir haben es jetzt im Vortrag vorher schon gehört, letztendlich, also Oligarchen spielen eine große Rolle, Korruption spielt eine große Rolle, minimales Vertrauen in die Justiz, die auch jetzt vielleicht Fortschritte macht, aber auch sehr korrupt war. Das wollte die Maidan-Revolution aufbrechen und eben auch die Frauen. Die Frauen haben gesagt, wir sind auch Teil dieser Gesellschaft, eben nicht nur Heim und Herd, sondern letztendlich auch Bildungschancen, letztendlich auch Berufschancen. Da sind sie auch ein Stück weit gekommen sozusagen mit der Forderung, zum Beispiel Arbeitsgesetzgebung. Frauen dürfen jeden Beruf ausüben. In der Ukraine jetzt war vorher anders. Es gab eine ganze Reihe von Berufen, die sie nicht ausüben durften, wie jetzt auch in Russland zum Beispiel noch nach wie vor. Also es ging voran und wäre eben weiter vorangegangen, ist jetzt allerdings fast komplett zurückgefallen über die Kriegssituation. Frauen sind in der Tat diejenigen, die pflegen, die sich um die Kinder kümmern oder vielleicht mit den Kindern auch ins Ausland fliehen, was ja den Männern verwehrt ist. Im wehrpflichtigen Alter dürfen Ukrainer, also männliche Ukrainer, dürfen nicht ausreisen aus dem Land und Frauen mit den Kindern gehen dann den Weg Richtung Europa. Und da hat sich halt jetzt als Folge, und das ist, glaube ich, in jedem Krieg dann auch so, dieses ganz traditionelle Rollenbild wieder mehr verfestigt. Und wir werden sehen, wie es dann weitergeht, wenn dieser Krieg hoffentlich irgendwann mal vorbei ist. Durch diese Fluchtbewegungen einerseits in Russland, andererseits in Ukraine, also Ukraine, also ist ja klar, fliehen vor allem eben Frauen und dann Kinder. In Russland hat es wahrscheinlich auch in geringerem Ausmaß, aber schon Fluchtbewegungen auch bekannt, vor allem von Männern, die dann nicht für den Krieg eingezogen werden wollen. Führt das, also merkt man das in der Gesellschaft, in der jeweiligen Gesellschaft sozusagen, dass vielleicht die Ukraine dann zu einer männlicheren Gesellschaft wird und
Russland und zu einer weiblicheren, also von dem Stadtbild sozusagen? Ja, im Stadtbild weiß ich nicht. Das ist vielleicht ein bisschen jetzt zu kühn im Stadtbild. Ich meine, es ist natürlich so, die Ukraine ist jetzt eine total männliche Gesellschaft, schon dadurch, dass im Stadtbild nur Soldaten zu sehen sind oder hauptsächlich Soldaten zu sehen sind. Zumindest mal in Regionen wie Kharkiv oder so. In Kiew ist es anders. Und in Russland sieht man vom Stadtbild her keinen großen Unterschied. Allerdings fehlen eben diese Spezialisten und diese Hochqualifizierten, ich habe es ja schon erwähnt, die außer Landes gegangen sind, die fehlen jetzt an vielen Punkten in der Wirtschaft natürlich auch. Das muss man schon sagen. Und ja, und auch viele Russinnen sagen natürlich, durch den Bruch mit dem Westen, der sich ja jetzt leider Gottes verfestigt, minimieren sich für mich natürlich auch Berufschancen, Ausbildungschancen und all diese Dinge, das hört man schon. Und wie gesagt, ich finde es auch sehr schade, dass es diesen Bruch gibt mit Russland, weil Russland gehört eigentlich zu Europa dazu, wenn man es einfach mal geografisch nimmt. Und dass wir jetzt wieder in die Zeit des Kalten Krieges zurückfallen, vielleicht sozusagen, finde ich furchtbar und finde ich sehr schade. Ich glaube, an dieser Stelle würde ich vielleicht auf das Publikum die Fragemöglichkeit öffnen. Ich weiß nicht gar nicht, wie wir gerade von der Zeit her stehen, aber auf jeden Fall würde ich die Möglichkeit geben, da aus dem Publikum für Fragen. Gerne. Hier entweder aus dem Raum oder auch aus dem Livestream. Wie gesagt, da gibt es auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die dann auch hier weitergetragen werden. Sie haben vorher die Rolle von Amerika angesprochen. Könnten Sie das ein bisschen ausführen, weil die Amerikaner wahrscheinlich die Gewinner von diesem Krieg sein werden? Oder ist das eine falsche Beobachtung? Also das kann ich nur unterstützen. Klar sind die Amerikaner die Gewinner. Also Sie haben es jetzt geschafft, dass sie ihr Flüssiggas für teures Geld nach Europa verkaufen können. Sie produzieren und liefern Waffen, die wir ja teilweise auch zahlen. Also das ist ja das Sondervermögen für die Bundeswehr, was jetzt verabschiedet worden ist. Und sie sind vor allem weit weg. Also in keiner Form jetzt von kriegerischen Handlungen bedroht oder betroffen. Und die Amerikaner haben auch keine sehr rühmliche Rolle gespielt im Vorfeld des ganzen Krieges. Also sie haben schon viel verschärft und viel Schärfe reingebracht in die Debatte. Und das ist mit Sicherheit auch eigenes Interesse der Amerikaner. Ich gebe ihnen recht. Ja, gerne weitere Fragen noch. Da geht hier immer so schönes Licht an und dann fühlen sich die Leute immer so. Könnten wir da vielleicht ein Mikrofon? Also sonst noch eine letzte Frage von mir. Ich habe in Ihrem Buch gelesen, dass Sie also Sie ein bisschen selbstkritisch sozusagen zum eigenen Beruf, dass Sie sagen, wir müssen vielleicht regelmäßiger nicht nur die große Politik in den Blick nehmen, sondern auch die Gesellschaft oder die gesellschaftlichen Entwicklungen. Was glauben Sie oder was welchen Eindruck haben Sie, was mehr in den Blick genommen werden müsste, was Russland, was die Ukraine angeht? Oder ist es überhaupt möglich oder sind wir in einem Kontext mit einem Krieg, wo natürlich die große Politik sozusagen alles andere überrollt im eigentlichen Sinne? Naja, ich kann jetzt einen Bogen zum Anfang aufschlagen. Also das, was die Veranstaltungsreihe macht, das würde ich mir insgesamt mehr in den Medien wünschen. Und auch in dem riesigen, zerfallenen Sowjetreich gibt es beispielsweise Länder wie Aserbaidschan, wo die Frauen unter fürchterlichen Bedingungen zu leben haben. Ich habe Aserbaidschan auch deswegen ein eigenes Kapitel im Buch gewidmet, weil wir das überhaupt kaum wahrnehmen sozusagen dort. Da gibt es
Da gibt es die Traditionen, doppelt und dreifachen Anführungszeichen, der Brautentführung. Was bei uns so ein lustiger Hochzeitsbrauch vielleicht ist, ist insgesamt ist dort blutiger Ernst, dass also Männer einfach Frauen von der Straße weg entführen und in die Zwangsverheiratung führen. Vergewaltigung in der Ehe ist üblich. Es hat vor nicht allzu langer Zeit ein erstes Frauenhaus in Baku, in der Hauptstadt, ist aufgemacht worden, betrieben von einer Frauenrechtlerin, die ich im Buch auch porträtiere. Und diese Dinge sehen wir in unseren Medien viel zu wenig. Und was wir natürlich auch zu wenig sehen, was jetzt wieder auf Russland und Ukraine bezogen ist, ich habe schon erwähnt, ist einfach Analyse, ist einfach historischer Hintergrund, ist einfach sozusagen ein bisschen weggehen vom Mainstream und ein bisschen mehr Menschen auch zuzuhören. Ich habe oftmals den Eindruck, wenn ich jetzt im Freundeskreis, Bekanntenkreis was erzähle über Erlebnisse, die ich in der Ukraine hatte oder auch in Russland habe, das sagen, wow, das habe ich noch nie gehört, sozusagen. Wir hören darüber zu wenig. Selbstkritik für mich natürlich auch als Journalist. Das ist mein Job, das ist mein Auftrag sozusagen, das zu machen. Vielleicht habe ich das in der Vergangenheit auch zu wenig gemacht, kann sein. Mehr den Menschen zuzuhören. Die große Politik kann man natürlich nicht außer Acht lassen und sollte man sie auch nicht außer Acht lassen. Aber eher auch die Alltagsgeschichten. Also wie ist es mit Armut in Russland beispielsweise? Die gibt es natürlich auch, gerade unter den Rentnern. Habe auch Filme dazu gemacht in meiner ARD-Korrespondentenzeit. Wie geht's behinderten Menschen in Russland? Und all diese Themen sind einfach wichtig, um auch zu verstehen, wie so eine Gesellschaft tickt, wie so eine Gesellschaft funktioniert. Und mit diesem Hintergrund versteht man dann auch wieder mehr, was eigentlich Hintergründe auch dieses Krieges sein könnten. Zum Beispiel? Naja, welche Propaganda verfängt. Zum Beispiel. Man muss natürlich sehen, die Propaganda in der Ukraine hängen lauter Nazis rum und wir müssen es entnazifizieren. Das hat natürlich, der Hintergrund ist der sogenannte große Vaterländische Krieg, also der Zweite Weltkrieg letztendlich, wo in der Tat die Nazis die Bedrohung waren in Russland, in der Sowjetunion. Die allermeisten russischen Familien haben Angehörige in diesem Zweiten Weltkrieg verloren. Für mich war es, wo ich in der ersten Zeit in Moskau war, quasi ein drittes Weltwunder, wie nett wir Deutschen da jetzt behandelt werden von den Leuten. Ich dachte mir, dass mir eigentlich viel mehr Feindseligkeit entgegenschlägt, als Deutscher jetzt, aber das Gegenteil war der Fall. Lauter diese Dinge müsste man kapieren oder zum Beispiel jetzt NATO-Osterweiterung, großes Thema, großes Politik. Aber jetzt, wenn man sich mal in russische Menschen versetzt, der Feind, und ist immer noch der Feind von damals, rückt näher über diese Osterweiterung. Klar ist natürlich, wenn wir jetzt wieder unsere westliche Brille aufsetzen, dass das in keinerlei Weise als Bedrohung für Russland gedacht war und die NATO auch Russland nicht bedroht. Westliche Brille. Russische Brille ist wieder eine andere. Das kann man wieder propagandistisch dann ausschlachten und diese Dinge findet man im russischen Staatsfernsehen dann natürlich auch und die Leute glauben das dann auch. Aber wenn man ein bisschen Hintergründe zur russischen Gesellschaft kennen würde oder mehr darüber erfahren würde, würde man mehr verstehen, wie manches da eben auch funktioniert. Gut, ich glaube, ich würde dann an dieser Stelle einen Punkt machen und das wird dann weiter im Programm kommen. Danach kommt eine kleine Pause, wenn wir noch Zeit haben und danach geht es weiter mit zwei Podiumsdiskussionen. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall mal fürs Interesse hier und wie gesagt, es hat Spaß gemacht, hier aufzutreten, diese Veranstaltung, die sich um Vergessene kümmert in diesen ganzen Situationen weltweit. Und das finde ich sehr, sehr gut. Danke für das auch für die Aufmerksamkeit. So, nun geht es weiter mit zwei Podien. Das erste Podium dreht sich hier um fünf nigerianische Studenten. Schön, dass ihr da seid. Bitte einmal Applaus. Wir werden sie nachher noch direkt vorstellen.
Wir werden auch auf Englisch nachher switchen. Ich hoffe, wir verstehen alle genug Englisch, weil wir es nicht dann auch direkt live übersetzen sollten, aber doch Sachen wirklich nicht verstanden werden. Bitte kurz nachfragen. Neben mir sitzt Nana Wahine. Du bist Unterstützerin, Helferin, Betreuerin. Du bist ehrenamtlich tätig, hilfst diesen fünf und bist irgendwie von 0 auf 100 gestartet in diese ganze Thematik, auch Systematik rein. Selber geworfen worden, gesprungen. Wenn du mal kurz erzählst, weil es ist ja keine richtige Struktur dahinter. Ja, sehr gerne. Also in der letzten Februarwoche hatte ich schon Freunde, die in Berlin, speziell Frankfurt und über Frankfurt-Oder an die Grenzen gefahren sind und Geflüchteten aus der Ukraine geholfen haben, über die Grenzen zu kommen. Und da gab es Hilferufe, speziell für sogenannte People of Color, also schwarze Menschen, die Schwierigkeiten hatten an der Grenze. Und ich habe dann Telefonkontakt aufgenommen, viel auch über WhatsApp mit Vereinzelten. Und ja, manche von ihnen kamen nach Stuttgart. Am Anfang ging es darum, Unterkünfte zu finden, Privatunterkünfte. Dann später ging es um Anträge. Und so machen wir das jetzt irgendwie. Mittlerweile gibt es eine WhatsApp, ich nenne sie so Community-Gruppe, weil bei uns geht es natürlich um Hilfestellungen in allen Lebensbereichen, aber vor allen Dingen geht es auch darum, eine Gemeinschaft zu haben, nicht alleine hier zu sein und ja, wachsende Gruppe. Also momentan sind es 35 in unserer WhatsApp-Gruppe, nicht mehr alle in Stuttgart, viele hat es in andere Bundesländer mittlerweile verschlagen, aber wir bleiben alle im Kontakt und tauschen uns aus. Und du bist Studentin oder hast studiert oder was ist dein Hintergrund? Gerne. Ich habe Textildesign studiert, hier mein Diplom in Stuttgart gemacht und arbeite mittlerweile in zwei Bereichen. Einmal in der Entwicklungszusammenarbeit mit Schwerpunkt Westafrika. Habe dafür auch mehrere Jahre in Westafrika gelebt, in verschiedenen Ländern und habe mich parallel, arbeite ich für ein kleines Startup und mit KunsthandwerkerInnen auch in Westafrika und entwickle ganz besondere Produkte, die man auch kaufen kann. Leider heute nicht ein Stand da. Mal schauen wann. Das klingt jetzt so immer zu kurz zusammengefasst. Ihr seid aus der Ukraine geflüchtet, hier irgendwann angekommen. Du hast ja in der Betreuung schon früh gemerkt, es gibt richtig Schwierigkeiten. Auch eine Szene, die du beschrieben hast, du warst wie eine Art Beraterin in einer sozusagen öffentlichen Befragung und hast dich danach gefühlt, als ob du, weil du auf die Problematik hingewiesen hast, eigentlich zur fast schon Persona non grata wurdest, weil die öffentlichen Stellen wollten eben Erfolge verzeichnen. Also das ist nur ein Aspekt von, du bist mitten im Prozess des Helfens und musst dir sowas anhören. Aber auch in der Betreuung der fünf, was alles zu tun ist, auch da hast du einiges erlebt. Vor allen Dingen, glaube ich, am Anfang und eigentlich auch bis heute ist es sehr schwierig, an Informationen ranzukommen. Also es gibt zwar, also die Stadt hat sich, jetzt ist speziell Stuttgart, hat sich ganz klar positioniert. Es gab ja sozusagen, Informationen im Internet und verschiedene Hilfestellen in der Stadt verteilt. Aber irgendwie kamen wir selten an Informationen ran, die jetzt speziell Drittstaatengeflüchtete betreffen. Und irgendwie war auch niemand verantwortlich und wir wurden überall weggeschickt. Und angefangen hat es damit, dass Sprache natürlich ein ganz großes Problem ist. Also jetzt speziell die fünf, manche von ihnen waren mehrere Jahre in der Ukraine, andere nur für einige Monate. Das heißt, Ukrainisch und Russisch sind nicht die Sprachen, die sie sprechen. Und für mich war es verwundernd, dass auf der Ausländerbehörde oder auch im Sozialamt zum Beispiel es wohl keine Sachbearbeitenden gab, die Englisch sprachen. So. Es brauchte immer eine Übersetzung. Und auch bis heute ist es so, dass wenn es offizielle Dinge geht, wie jetzt zum Beispiel Anträge stellen, dann schicken wir immer jemanden mit, der Deutsch spricht. Und
Musst du dich da durchkämpfen oder kannst du auch auf eine WhatsApp-Gruppe mit anderen Menschen, die wie du unterwegs sind und sagen, hey, das habe ich schon mal durchgemacht, ich kann dir da, du musst nicht das Rad von neu erfinden. Also hast du auch solche Unterstützung? Also definitiv, und ich würde auch sagen, wir würden hier alle nicht sitzen, so wie wir jetzt hier sitzen, wenn wir keine Unterstützung gehabt hätten. Also ganz viele Privatpersonen, die uns unterstützt haben, also wenn es jetzt um Wohnraum geht, finanzielle Unterstützung, aber auch so Sachen wie ganz einfache Dinge wie Begleitung zum Arzt zum Beispiel oder so, ja. Zusätzlich hat sich auch von Anfang an eine Gruppe gebildet von, ich nenne sie jetzt mal Expertinnen, also Menschen, die auch mit Geflüchteten arbeiten und da auch Erfahrung haben, und wir treffen uns alle 2 Wochen über Zoom, um gemeinsam Fragen zu beantworten. Das heißt nicht, dass wir sie immer finden, aber das hilft tatsächlich, auch an Expertinnen Fragen zu stellen. Das heißt, ist diese Unterstützung, bleibt die aufrecht noch jetzt, oder spürst du, weil vielleicht diverse Programme eingestellt werden, hier in Ludwigsburg zum Beispiel ist das MIR eingestellt worden, trifft dich das auch? Hast du auch solche Erfahrungen oder merkst du, nein, ich habe noch genug Menschen, aber auch vielleicht öffentliche Programme, die das noch Also ich glaube, dadurch, dass wir von Anfang an irgendwie mit dem Thema Drittstaatlern so durchs Raster gefallen sind und ganz viele Hilfsangebote sowieso gar nicht auf uns zugeschnitzt waren, würde ich auch nicht sagen, dass es die jetzt nicht mehr gibt, weil die gab es von Anfang an nicht wirklich. Und die Menschen, die uns unterstützt haben, die unterstützen uns auch immer noch. Aber natürlich gehört dazu, dass wir immer wieder das Thema ansprechen, Sichtbarkeit schaffen, und deswegen sind wir heute auch hier. Sehr gut, das freut mich sehr. Vielen Dank schon mal. Auch da ein Applaus bitte, auch für dein Engagement, aber auch, dass ihr da seid. So, now we switch into English, and I would like to maybe that you introduce yourself individually, and you are students, and if it's okay, to tell us the subject of your studies, if you want to start. Hi everyone. Yep. Hi everyone. I'm Prince. I'm from Nigeria. I was in Ukraine for about 2 years. Yeah, studying medicine. Medicine. Yeah. How old are you? I'm 18. Hi everyone, my name is David Odubele. I'm 22 years old and I was a student in Ukraine for about 4 years, from 2018 until this year when the war started and we had to leave. Yeah, and I studied computer engineering. Thank you. Guten Abend. My name is Zira Yusuf Habila. I'm a student, graduated with computer engineering. And I'm currently not a student now in Germany, currently waiting for my documents in order to enroll for anything else for about 8 months now. Yes, 8 months. Thank you. Hi, everyone. My name is Joseph Abida. I was a student in Ukraine, and I studied computer engineering, and we stayed there for about 4 years. So we've been in Germany since March. So I think this month we make it like 8 months. So we're currently waiting for our documents to at least get enrolled in something and, you know, get going on something in Germany. Thank you. Hi everyone, I am Raymond Awiale. I'm a student from Nigeria, but I was not able to study yet in Ukraine because of the war. I got to Ukraine in January and the war started in February, so I had to move to Germany. I've been here since then and I've not been doing anything, just playing football. And you study? Yeah, I was about to do architecture. Okay, yeah. Thank you. But you also have a degree in architecture already. Yeah, I have a bachelor's in degree. You know each other because you lived in Ukraine together.
Yes, of course. Some of us, we were classmates from first year. Okay. For me, two of them were in the same, we studied the same course. And yeah, we knew each other from the very onset. And for him, he's my brother's friend. He came to Ukraine newly before the war started. And he also was a friend of ours, although he was in a different school. He was in a medical school. But we started in the same city. So I would like to ask you if you want to tell us also individually your story, how you get to Ukraine to get to university, then this strange situation to have the decision we have to leave, and your escape till now. If you could just tell us the phases of your escape, if you want. Okay. First of all, I'd like to say I'm not going to be able to say everything that happened. I mean, it's too much information for such a short time. But I would just make it as brief as possible. I mean, from the onset, the main motive going to Ukraine was because, I mean, if you study in a school in Nigeria, you still don't have a chance at a good job or a good profession, and the state of the country is a mess. I don't want to go deep into that because that's also political. And that is the main foundation of why I left Nigeria in the first place to study outside. And Ukraine happened to be one of the countries that was easier to study for foreigners. And I mean, the cost of living there is less. You don't need a bank account, a block account to go there. You can just register, the school takes you, and then you go. So it was as basic as that. Yeah. Just for the block account, I don't think it's something that everybody understands. So for example, in Germany, as a foreign student, you have to show 10,000 euros in an account that you will not touch for the time that you study as security. Yeah, just as a foreign student. So, I mean, the fact that some other country was not doing that just made it easier. And so, yeah, I was there for as long as I said, 4 years, and I was about to finish when the war started. And I mean, ever since, it's just been waiting, one story to another. The government is processing it, and some Ukrainians that even came to Stuttgart after us have already been answered. So it just seems like they're making you feel forgotten. That's the point of it all. Mm. So this is the point. We call it "Don't Forget." Yeah. I wanted to ask you, what would you tell us that we don't forget? So this is one thing. You are like on a ship with no captain. I don't know, because you're missing. Literally no guidance. You have. I mean, what do they expect someone in your shoes to do? Because you don't speak the language, and you're not allowed to even learn the language without a fiction speciale gong, without a fiction speciale gong, or without a residence permit. So it's just like the system was built to bully your kind of people. Because I mean, if the language is the only way that you're actually going to be able to do something reasonable in the country, and you're not allowed to learn it, to put in simple terms, it's just unfair. Okay, and how often you have to go to the Behörde to ask for permissions for? I mean, most of the time you still have to go there every month for something. If it's not the regular monthly pay, it's going to be a house issue, or it's your medical insurance. It's going to have to be one of those. And it just keeps you in a circle where you cannot be productive for yourself. So how could, because one thing of this Themen Tage is what can the audience, what can we do? If you would like to ask us,
how to react, because it's for us it's so easy, we can go everywhere, even all the normal Ukrainian refugees are treated in a better way, and where could be a way also, you Nana, if you want, how can we give some support? Ich denke, die Thematik teilen mit Freunden und Bekannten und Familienangehörigen, aufmerksam darauf machen, dass es auch Menschen gibt wie Prince, David, Zira, Joseph und Raymond, die aus der Ukraine kommen, vor demselben Krieg geflüchtet sind. Natürlich ist es ein sehr politisches Thema, also welcher Pass ist mehr wert als der andere. Darüber müssen wir auch gar nicht sprechen, aber ich glaube, alleine die Tatsache, dass sie wahrgenommen werden, dass dafür Raum geschaffen wird, dass sie mitbedacht werden, ist wichtig. Und wo können wir uns melden? Also wenn wir jetzt die Bühne verlassen, gibt es eine E-Mail-Adresse oder... Also bisher noch nichts Offizielles. Jetzt alle, die hier sind, können einfach gerne im Anschluss mit mir sprechen oder mit einem der fünf. Wir freuen uns über jede Hilfe tatsächlich. Also auch wenn es nur Zeit ist oder jemand, der Interesse hat, vielleicht einmal die Woche eine Stunde einen Spaziergang mit einem der fünf zu machen und Deutsch zu lernen. Das ist auch schon eine Hilfe. Ja. So, you're living now in Stuttgart together? Yeah. And do you get to travel by train, to come to here to Ludwigsburg? You get some money, or how is it? That's also another good point that you just gave, because what the government thinks that you're supposed to survive on for a month, it cannot even handle your transportation around the city for a month. Okay, so. Like I said, it's just something that is so unrealistic and it's quite unfair. Yeah. And something has to be done about it, I think. Okay. And Nana, so was haben wir, oder weil wir würden natürlich gerne im Nachgang diese vier Thementage präsentieren, auch im Internet. This is a live stream, so after it will be a film and it will be archived on our YouTube channel, Scala TV. Wann gibt es vielleicht Informationen, weil das würden wir sehr gerne dazu packen, dass wir es aufzeigen können, wo kann wie geholfen werden? Ja, ich werde Informationen dir zukommen lassen. Okay. Also es entsteht gerade. Genau, es entsteht gerade was, ja. Also wir bauen gerade eine Plattform. Also eigentlich für Betroffene, um einfach Informationen zu finden, weil wir fragen uns immer, wenn wir uns treffen, was passiert mit denjenigen, die niemanden hier kennen? Ja. Die fallen durchs Raster, mit denen spricht niemand. Und dafür wird es eine Plattform geben, aber natürlich auch, um Hilfe anzubieten oder zu unterstützen. So, I can tell you, you will have a free entrance to every of our concerts here in this Scala. And we have to think of how you can get from Stuttgart to Ludwigsburg. There's a Monatsticket or something like that. So we are getting in an Austausch to get the idea of what is really important for you, just to have a kind of living. It's really hard to hear your stories, and for my side, thank you that you are here and telling us this, because this is Don't Forget. Everybody here in this room or on stream, I think they do not know what is happening to the Drittstaaten. Refugees. Yeah. So, is there something you want to tell or to talk about? If you are here, it's the first time, so we can get further in contact and after that. But I mean, I don't know if we have the time, but maybe you want to share a little bit about your way to Germany, because I think that also gives an insight to what you have been through even before coming here. But if not, that's also fine. You already know. No pressure. Well, it's, to be honest, it's a tough story to tell because, it was not pleasant. I mean, you wouldn't expect it to be pleasant. And
At the time, because it was a time of war, the transportation just became even harder. So some people had to walk out of Ukraine, literally. Not even some people, most people had to walk out of Ukraine because the best form of transportation you would get at that point was just to somewhere around the border of Ukraine. You still had to walk into Hungary or into Poland yourself, and you're literally on your own. You have no guidance apart from things you hear on the news or something you heard from someone that you may not even know. And it was just a very messed up journey, because although it was a decision we had to make, because it was safer to run than to stay in Ukraine. And yeah, we literally had no choice. But if we had a choice, I don't think anybody would take this decision, to be honest. And it just made everything not make sense, because when we got to Hungary, we were treated very badly. I don't want to talk about it. We faced a lot of rubbish, and even by the border of Hungary, we already started experiencing some weird kind of racism that didn't make sense. So a person is on a line to a border for about 8 or 9 hours under the cold, and then someone else just comes because you're Ukrainian. You feel like you should be on the line before the person. So, I mean, everything that happened in this time was really confusing. And I mean, in my personal opinion, I think it just made me stronger, but it's not something that I would wish for someone that I know. You had the plan to go to Germany or at first? Or I mean, initially, to be honest, we had no plan of going anywhere because we just wanted to get out of Ukraine to be sure that we were out of the war. And when we became safe, we stayed in Hungary for about a week. Then we heard on the news that Germany is one of the European countries that are taking people from Ukraine, and the treatment is better than Hungary and all of that. So obviously we had to look for something better, because in Hungary, they didn't even give us that kind of reception that we got in Germany. In Hungary, they already let you know you have just 1 month here, and after 1 month, you have to leave Hungary. So. And so you waited to Österreich, Austria, or to Poland, or? No, we went to Hungary from Ukraine. No, and after Hungary? Oh, from Hungary we came to Germany. Ah, direct. So yeah. you were transported by train? Yeah, from Hungary, okay. Yeah. And some of you came through Berlin, and some of you came through Munich. Yeah, right? yeah. Some people came through Berlin, Frankfurt, and for me, I came through Munich because I knew someone. And it was just the spur of the moment, honestly. Yeah. Germany was never something that we had in mind, and it just became the safest option. So we just had to take it. So I think, ich denke, wir werden eine Liste machen. You have cell phones? Of course. Okay. And you got some money to have them running and to talk, I hope so. But it's never enough, I think. And let's make the list. We have the possibility to spread it in a wider way, these informations, and I would like to get you some support. Yeah. So I don't know if you would like to have some questions out of the audience. We can just wait. Yeah. Gibt es Fragen im Publikum?
So thank you very much again. We will stay in contact, really. We don't want that the Don't Forget Team and Target just end today, and that's what it was. So we stay over Nana, and let's see what we can do. Thank Vielen you. Dank. Thank you very much. Thank you. Ich weiß nicht, ob die drei schon da hinten stehen oder unten noch sitzen. Dann kann hier über diese Tür. So, ich darf Joachim Schlecht begrüßen. Asylfahrer gerne nahe zu mir, genau. In Stuttgart dann Elisa Söll. Genau, auch einfach hier. Genau, daneben und Irina Poltschuk. Wunderbar. Das zweite Podium geht jetzt in eine sozusagen ein Austausch auch nochmal zu etwas anderen Themen. Beim Herrn Schlecht ist es auch so, dass er genau diese Thematik verfolgt oder begleitet, Refugees von Drittstaaten. Das ist eine sehr spezielle Situation. Ich fange jetzt mal aber hier natürlich neben mir mit Irina Poltschuk an. Dazu gerne die Homepage aufmachen. Und zwar, wir sind bei du. Oh, Dankeschön, Edgar und Irina. Irina. Du bist auch ehrenamtlich auch tätig, kann man so sagen, für den UAKS e.V. Das sehen wir hier. Das ist ein Verein, der gegründet wurde. 2016, genau. Das ist ukrainische Atelier für Kultur und Sport. Also Ziel war am Anfang, ukrainische Kultur in Deutschland zu zeigen. Eigentlich hat unser Verein Zeitschrift, die nimmt Teile in verschiedenen Kulturveranstaltungen an. Jetzt haben wir Mariupol-Ausstellung, glaube ich, heute hat angefangen, weil unsere Afina kommt aus Mariupol, das ist ein schweres Thema und sie hat viele Fotos gesammelt und es wird dann bis zum 5. Januar geben, glaube ich, im Stadtpalast. Von hier ist diese Ausstellung, da gibt es ein Sonderbild, Raimunds, genau. Ja, genau, SMS aus Mariupol heißt diese Fotoausstellung, genau. Und die ist in Stuttgart im Stadtpalais. Stadtpalast, genau. Das heißt, es ist auch hier ein Tagebuch aus der Besetzung. Sie war viele Fotos, vieles, ja, hat sie alles gesammelt. Ich kann leider dort nicht hin, weil ich weine ganze Zeit sowieso. Das ist ein sehr schweres Thema für mich. Und euer Verein hat unter anderem Spenden gesammelt in den letzten Monaten. Du hast mir eine Zahl genannt von fast 30.000 Euro. Wahrscheinlich mehr. Ah, auch gut. Ja. Ich bin Mitglied in diesem Verein seit März oder April, weil wir haben eigentlich jeder was gemacht, jeder was gesammelt. Alle privat haben wir das gemacht. Und dann habe ich Joachs gefunden, weil mit einem Verein ist leichter, alles zu erreichen. Ich persönlich hatte eine Sammelstelle für die Geflüchteten hier, bis die Geld von Stuttgart bekommen haben, mussten wir auch essen und Shampoos und alles, die Sachen, so Grundsachen ausgeben. Und dann hatte ich mit dem Sonderbund, das ist ein studentischer Verein, hatten wir auch eine Sammelstelle, dass wir jede Woche eine große Menge Hilfe nach der Ukraine geschickt haben. Das heißt, ihr, du hast mir erzählt, ihr könnt euch oder konntet euch jetzt ein LKW anschaffen.
Weil das muss mehr. Ja irgendwie das organisiert werden. Wir haben, am Anfang habe ich, ich persönlich, noch als kein Mitglied von JAGS, innerhalb von 3 Wochen, ich habe 4 große LKW, 45er Tonne und eine kleine LKW geschickt. Und dann habe ich gemerkt, ja, muss man das über Verein machen, weil das kommt mehr und mehr Leute und jeder braucht irgendwie Bescheinigung, Nachweis und so. Dann bin ich mit Verein das zusammen gemacht. Jetzt haben wir auch viele Spenden bekommen für Stromgeneratoren, weil das ist jetzt Grundprobleme. Wasser, Strom, Essen, alles jetzt. Das heißt, ihr betreut auf der einen Seite Menschen, die hier angekommen genau. sind, aber auch ihr bringt Hilfsgüter in die Ukraine. Ja. An unterschiedliche Orte oder habt ihr ein bestimmtes Gebiet? Wir haben in Dnipro erstmal ein Krankenhaus, für den wir haben jetzt 3 OP-Betten gekauft in Polen. Das haben wir auch über unsere alle Veranstaltungen über 10.000 Euro gesammelt. Jetzt sind 3 Betten heute raus ja, nach Dnipro. Ja, wir kriegen immer Rabatte überall, Gott sei Dank. Gut, alles. Ja. Alle helfen uns mit Transport, mit Arbeitskräften. Haben wir auch Hilfskräfte von unseren Geflüchteten auch. Das ist auch gut. Ja, und jetzt kommt nächste Veranstaltung. Wir machen auch hier für Geflüchtete unsere Weihnachten. Ah, und das ist schon genau schwer für die Leute, die hier sind. Wir möchten gerne, dass die ein bisschen diese Weihnachts, dass die hier auch eine Möglichkeit, Weihnachten zu feiern haben. Das stimmt. Und das kommt gleich. Das ist auch in Stuttgart? Das ist in Stuttgart, diese. Ja, genau. Am 14. Januar, das ist ein Samstag. Am 14. Januar und die Raum haben wir von ein internationales Forum für Wissenschaft und Bildung und Kultur, eigentlich aus Lübeck, haben wir diesen Raum bekommen, wo wir über 1000 Leute einladen können. Wow. Okay. Wir hatten schon dort 2 oder 3 Mal Veranstaltungen, das hat super geklappt, deswegen haben wir jetzt nochmal diesen Raum zu benutzen, zur Verfügung. Ja, gerne sind alle eingeladen. Unbedingt. Das hier ist nicht steht nur Bürgerzentrum West. Genau, das ist in Stuttgart West. Und aber euer Team, wie groß ist das, weil sowas zu organisieren, wie macht ihr das? Das ist auch mehr, das ist nicht nur JAGS, da gibt es auch viele Ehrenamtliche, die machen das ohne Verein. Okay. Ja, sehr, sehr viele Leute sind dabei. Jeden Tag helfen uns auch die Leute aus Russland, Kasachstan, Georgien, Polen. Wir haben auch sehr große Gruppen in Telegram. Mhm. Telegram ist bei uns jetzt in der Ukraine war sehr bekannt, also mehr als WhatsApp benutzt. Ja, ja. Momentan in unserer Stuttgarter Gruppe haben wir über 5000 Geflüchtete, die alles fragen können oder die zum Beispiel um 2 Uhr nachts Irina anrufen und sagen, Irina, in unserem Hotel ist ein Mann gestorben, was sollen wir machen? Hm. Ja, wir sind immer online. Dankeschön, dafür bitte noch schon mal jetzt einen Applaus, weil das ist aller Ehren wert. Du hast mir auch erzählt, ihr habt eigentlich aber gar keinen Treffpunkt, also wir auch haben als Verein. Treffpunkt, genau. Es läuft also alles über Homepage, über Kontakt und natürlich, wenn man mal weiß, in welcher Telegram-Gruppe oder wie man dich erreicht oder euch, dann geht es los. Ist das ein Problem? Muss sich da was ändern? Wollt ihr was plant ihr, dass es anders wird oder macht ihr einfach so? Wir suchen die ganze Zeit ein Gebäude, einen Raum. Wir haben auch mit Ausbildungscampus gearbeitet, als Ukraine engagiert. Aber dort waren wir auch nur Gäste. Hm. Dort haben wir auch Hotline organisiert mit Stadt Stuttgart, auch von unseren Ehrenamtlichen. Dann hat Stadt Stuttgart gesagt, okay, es reicht, wir brauchen nicht mehr. Jetzt haben Leute keine Hotline mehr. Jetzt haben die nur Telegram-Gruppen. Viele Leute haben Telegram installiert, nur wegen uns. Auch deutsche Helfer und Helferinnen, die hatten keinen Kontakt mit uns. In Facebook haben wir auch 2 Gruppen, Ukraine in Stuttgart, Ukraine BW. Also dort kann man uns auch erreichen. Okay.
Dankeschön schon mal dafür. Dann Asylpfarrer Joachim Schlecht. Asylpfarrer, was müssen Sie sich darunter vorstellen? Ja, die Evangelische Kirche in Württemberg leistet sich sozusagen einen Asylpfarrer. Das heißt, ich bin Ansprechpartner, wenn einem Pfarrer oder einer Pfarrerin ein Flüchtling klopft und ein Problem hat und die dann nicht wissen, um was für einen Aufenthaltstitel geht oder was ist eine Duldung, dann kann man die Menschen zu mir schicken. Wir haben ein Büro, ein Beratungsbüro, aber schon seit 35 Jahren gibt es diesen AK Asyl Stuttgart dann auch, den mein Vorgänger Pfarrer Baumgarten gegründet hat. Und das ist so eine Vereinigung von Ehrenamtlichen in Stuttgart, die schon immer Geflüchtete begleiten, betreuen, Deutschunterricht machen, zu Ämtern begleiten, aber auch politische Arbeit machen, der Stadt Stuttgart manchmal auf die Füße treten, wenn etwas schwierig ist. Die Stadt Stuttgart wirbt heute groß mit dem Stuttgarter Weg, wie toll der Stuttgarter Weg ist, gegen welche Widerstände mein Kollege Baumgarten den einst mit ein paar SPDler im Gemeinderat durchdringen müsste, gegen heftigen Widerstand der CDUler, die heute jetzt alle sagen, das ist, wir sind das Stuttgarter Weg, Stuttgart, ich lache immer, wenn ich das mitkriege. Aber wir machen eben auch politische Arbeit, unterstützen Geflüchtete, wenn sie ein Demo machen, Afghanen Hilfe brauchen. Wir machen Informationsarbeit in den Medien, aber vor allem auch eben über unsere Homepage AK Asyl Stuttgart und eben dann auch Öffentlichkeitsarbeit in Schulen, in Konfirmandenunterricht. Ich werde zu Gemeinden, zu Gottesdiensten eingeladen und so ist das Thema Flucht und Vertreibung präsent bei uns in der Arbeit. Kennen Sie denn UAKS? Haben Sie ihn schon gekannt? Also ich kenne bestimmt einige Leute dort. Okay. Ich weiß nicht, Olena Chichorjeva, sagt Ihnen etwas? Nein, die haben wir jetzt angestellt. Also mit einem Minijob, weil sie noch Deutschkurs macht und so. Sie ist aus Kiew und hat früher die Displaced Person aus der Krim in Kiew begleitet und ist jetzt zufällig in der Schlange gestanden bei uns. Wir haben zu Anfang dieses Krieges Gutscheine ausgegeben, weil die Menschen zu Anfang, wie Sie sagten, ja gar nichts zu essen hatten, haben für die Tafeln in Stuttgart Gutscheine gesammelt, haben viele Menschen auch gespendet und haben diese Tafelgutscheine verteilt. Und da haben wir zufällig die Frau Chichorjeva kennengelernt und mitgekriegt, dass sie da eben als Juristin da gearbeitet hat. Und sie ist bei dieser WhatsApp-Gruppe auch mit drin und sie redet auch immer von 2.000-3.000 Menschen, die da mit drin sind. Wir haben sie angestellt, sie macht bei uns jetzt mit einem Minijob einerseits eine Strickgruppe für Ukrainerinnen, wo einfach auch Austausch läuft bei uns im Asylbüro und einmal jetzt morgen dann auch wieder ein Kochen für Geflüchtete aus der Ukraine, wo die Frauen miteinander kochen und miteinander essen. Wir haben nicht so riesige Räume, da passen 20, 30 Leute rein. Das läuft da bei uns dann jetzt gerade. Von daher kriege ich die Ukraine hilft und die Hotline und so alles auch mitgekriegt. Aber ich habe mir relativ frühzeitig eben darauf spezialisiert, weil ich gemerkt habe, die People of Color aus der Ukraine, die werden vergessen und sind schreckliche Geschichten einfach an der Grenze passiert. Dann auch, dass sie schon aus dem Zug, wo sie in Deutschland waren, immer rausgeholt wurden und überprüft wurden. Die anderen konnten weiterfahren, wenn sie zeigen konnten, dass sie Ukraine sind. Sie wurden dann erstmal ins Gefängnis irgendwo in Frankfurt-Oder gebracht und überprüft und ihre Freunde getrennt und so dann wieder. Und dann aber auch hier, wenn sie dann zum medizinischen Dienst gehen wollten, die Schleierhalle oder so war das eben dann, wo dann auch Ärzte da waren. Und es wurde ihnen einfach nicht zuerst mal gar nicht geglaubt, dass sie aus der Ukraine sind und wieder fortgeschickt oder wurde ihnen auch von städtischen Mitarbeitern gesagt, ihr werdet sowieso abgeschoben. Es wird alles heute geleugnet von der Stadt Stuttgart. Wir haben es aber dokumentiert, aber uns wurde, wo wir es dann hingeschrieben haben an die Stadt Stuttgart, dann von der Bürgermeisterin Sußmann vor geworfen, wir würden Sachen unterstellen. Aber das ist genau das, was diese geflüchteten People of Color erleben. Ihnen wird ihre Geschichte immer nicht geglaubt. Sie sind immer die Flüchtlinge, die schräg sind, lügen. Muss man sich das vorstellen, wenn man Grenzen überschreitet, kriegt man ja, kann man ja dokumentieren, ich bin unterwegs gewesen. Oder also warum wird einem nicht geglaubt, wenn man vorzeigen kann, das waren meine letzten 3 Wochen, eine Woche. Oder gibt es diese Wahrnehmung nicht, man muss sich eben an der ungarischen Grenze melden, dann kriegt man ein Dokument oder? Die Jungs haben das ja vorhin nicht so deutlich erzählt. Die sind zum Teil 3 Tage in dieser eisigen Kälte im Februar an der Grenze gestanden und wurden immer wieder hinten eingereiht, bis einer der Polizisten oder der Grenzbeamte gesagt hat, now we take the nigger.
Okay. Jetzt können die können nach vorne treten und dann werden sie durchgelassen. Und die haben sich stundenlang geweigert, auf dieses Wort zu reagieren und dann eben über die Grenze zu kommen. Sind lieber erfroren beinahe und es war eisig kalt. Das sind Fotos und es sind eben tatsächlich ein oder zwei dann auch in Ungarn gestorben von ihren Freunden. Ja, die können das gar nicht so erzählen, weil sie sagen, da fangen die ihn hier weinen an. Ja. Aber es muss genannt werden, was da eben gelaufen ist. Und also diese Dinge sind einfach da wichtig, dass man das auch wahrnimmt. Und es setzt sich einfach in vielen Kleinigkeiten hier fort. Das war dann in der medizinischen Behandlung. Die Frau Bohene war mit diesen jungen Leuten in dem medizinischen Zentrum, hat dann mit ihrer deutschen Sprache und mit ihrer Standfestigkeit durchgesetzt, als sie wenigstens reingekommen ist. Dann haben die Ukrainer miteinander untereinander ausgemacht, das hat man verstanden. Der kommt als letztes in unserer Reihe dran. Obwohl die viel früher da waren, haben sich die Ukrainerinnen miteinander solidarisiert und die Dunkelhäutigen, die wurden eben einfach nicht vorgelassen zum Arzt. Die POC, da sind wir am nächsten Thema, Elisa Söll, pro Sinti und Roma. Auch hier haben wir eine Homepage, damit man mal sieht, wie sich das im digitalen Raum darstellt. Ist auch recht neu, beziehungsweise noch auch in neuen Strukturen. Hier mal bitte runterscrollen, weil wir waren natürlich gespannt, wer, wen wir angeschrieben haben kann. Noch weiter bitte, weil es gibt hier eine Ansprechpartner. Das ist hier der Kemal Ahmed. Und ich fand es ganz toll, was du gesagt hast. Du sitzt zwar hier, aber du bist jetzt eine Stimme, aber nicht die, die zu den Betroffenen gehört. Aber bitte mal kurz die vorstellen und auch die Arbeit von Pro Sinti und Roma. Genau, ich bin Elisa Söll und bin Anfang des Jahres zu dem Netzwerk Pro Sinti und Roma dazugestoßen, nachdem ich letztes Jahr ein Praktikum im Flüchtlingsrat eben auch in Stuttgart gemacht hatte und das Netzwerk mit dem Flüchtlingsrat ganz eng vernetzt ist und ich das dadurch eben kennengelernt habe. Genau, und ursprünglich ist es eben als Anlaufstelle in Waldkirch gegründet worden, das ist bei Freiburg. Und dann wurde doch recht schnell klar, dass der Bedarf einfach als Anlaufstelle für Sinti und Roma landesweit da ist. Und der Kemal Ahmed, der das gegründet hat, der eben selber Rom ist und aus Nordmazedonien kommt, hat dann angefangen, ein Netzwerk zusammenzustellen oder sich Leute zu suchen aus AnsprechpartnerInnen in ganz Baden-Württemberg. Und davon bin ich eben eine in Tübingen, genau. Ja. Wie kommst du selber dazu? Du hast in Tübingen studiert und kurz mal zu deinem Weg, damit man merkt, wie variantenreich ist so ein Weg da hier. Genau, ich habe 2015 angefangen zu studieren in Tübingen Politik, Wissenschaft und Sprachen, Geschichte und Kulturen des Nahen Ostens. Und mit 2015 wurde ich dann quasi direkt auch politisiert, weil ich das nicht so schön fand, mit anzusehen, was da in Deutschland passiert ist mit den Geflüchteten aus Syrien. Und ich dadurch, dass ich Arabisch gelernt habe, eben auch viele Kontakte geknüpft habe. Und ja, und deshalb hat mich das Thema Flucht und Migration einfach von Anfang an begleitet. Ich habe dann bei Sea-Watch ein Praktikum gemacht, habe meine Bachelorarbeit zu dem Thema geschrieben, habe beim Flüchtlingsrat ein Praktikum gemacht und studiere jetzt in Wien, aber internationale Entwicklung, aber eben auch mit dem Fokus Flucht und Migration und pendel so zwischen Tübingen und Wien. Okay. Die Situation Ukraine und Sinti und Roma, was kannst du uns da mal einen Blick drauf geben, auch was die Fluchtsituation angeht, bis... Genau, also ich bin da selber auch noch Lernende. Ich bin da auch so ein bisschen reingeworfen worden. Aber generell ist es so, dass Romja, egal wo sie leben, grundsätzlich mit Diskriminierung zu kämpfen haben. Und so ist es eben auch in der Ukraine.
Das ist 2018 ziemlich eskaliert. Da gab es rechtsradikale Übergriffe auch auf Romnia. Und es ist eine ziemlich marginalisierte Gruppierung dort. Und das schlägt sich eben auch in der Flucht nieder. Also Menschen, die generell schon vulnerabel sind, die werden durch eine Kriegssituation, wird deren Situation einfach nochmal verstärkt. Also man braucht auf der Flucht Hilfsnetzwerke, man braucht Ressourcen, wie auch Geld und so weiter. Und all das ist einfach in der Community schon weniger vorhanden. Und und das zeigt sich dann eben auch auf der Flucht, dass an Grenzen, wie das eben gerade schon auch erzählt wurde, das passiert auch Romnia ganz viel, dass sie nicht durchgelassen werden, dass ihnen ihre Geschichten nicht geglaubt werden. Viele Romnia, 20% ungefähr in der Ukraine, haben auch keinen ukrainischen Pass. Also auch da muss man nochmal nachweisen, dass man wirklich aus der Ukraine kommt. Also das ist so die Situation, die sich da auftut. Ich habe ja immer diese Frage, don't forget, was ist in Ihrem Arbeitsbereich, Arbeitsfeld denn vergessen worden? Du hast dann gesagt, sie sind gar nicht vergessen worden, sondern sie haben gar keine Wahrnehmung. Ja, also ich bin immer wieder verwundert drüber, wie wenig wir in Deutschland für die Situation von Sinti und Roma und jetzt im Speziellen auch für Romnia eben sensibilisiert sind. Ich kann immer nicht ganz glauben, dass der Porajmos, also das ist der Begriff auf Romanes für eben den Völkermord, der in der NS-Zeit passiert ist, dass es nie so aufgearbeitet wurde, dass für uns irgendwie dann Bewusstsein für diese Menschen da ist und dass es immer noch sein kann, dass wir in Deutschland Romnia so behandeln, wie wir es jetzt tun, das verstehe ich nicht. Und es ist schon so, dass ich, also wir haben seit diesem Jahr einen Bundesbeauftragten für Antiziganismus oder für Sinti und Roma. Wir haben inzwischen auch eine Meldestelle, ich habe die gerade nicht auswendig im Kopf, aber es gibt eine Meldestelle für Fälle von Antiziganismus in Deutschland, also es tut sich schon was, aber das ist eine Art von Diskriminierung, die sich durch die komplette Bevölkerung zieht und die einfach sich durch die Ämter zieht, die bei jedem Gespräch durchscheint. Da brauchen wir ganz, ganz viel gesamtgesellschaftlichen Aufbruchsgeist, glaube ich, um das zu überwinden. Das wäre meine Frage jetzt auch an alle von euch. Mit Blick jetzt auf die nahe oder auch ferne Zukunft, gibt es Ideen, Anregungen, die ihr an die, in dem Fall jetzt mal die deutsche Gesellschaft, mitgeben wollt? Was wäre da sinnvoll? Kann ja auch schlecht. Ich finde es wichtig, dass man die Geflüchteten, die nach Deutschland kommen, alle nach dem behandelt, wie jetzt die ukrainischen Geflüchteten auch behandelt wurden. Gebt den Menschen Arbeit, lasst sie Deutsch lernen, lasst sie in die Schulen gehen, gebt ihnen eine Chance, dass sie hier Fuß fassen können und sich integrieren können und macht nicht so einen Rollladen runter, damit da ja nichts weitergeht. Also ich finde es toll, wie die Ukrainerinnen alle unterstützt werden. Die haben auch eine große gemeinsame Aufgabe sozusagen auch mit einem gemeinsamen Feind. Das haben die anderen manchmal nicht so, sondern die haben 15 verschiedene Geheimdienste aus Syrien, wo sie nicht wissen, wem sie trauen können. Das sind andere Problematiken. Aber Menschen eine würdige Chance zu geben und nicht so wie jetzt die 5 Jungs, da einfach durchhängen und warten und warten und nichts bekommen, außer dann, dass sie eben mindestens einen Scheck bekommen, dass sie überleben können, aber nicht mal wirklich die Fahrkarte davon zahlen können. Aber die CDU hat ja jetzt im Bundestag eher vor, dass sie die Ukrainerinnen runtersetzt auf das Niveau der anderen wieder. Ich lang mir einen Kopf, haben die gar nichts kapiert. Danke. Ich muss Ihnen nur sagen, dass noch über 2000 ukrainische Geflüchtete auch
aus der Ukraine haben auch noch keine Infektionsbescheinigung. Also das dritte Problem von dritten Ländern kennen wir auch. In unseren Gruppen helfen wir auch die Leute aus Armenien, Georgien, die Russisch können mindestens, weil andere Sprachen können wir auch nicht. Deswegen können wir auch andere Leute nicht helfen. Aber die haben auch die gleichen Probleme, keine Dokumente, keine Fiktion und so alles. Aber wir versuchen das. Und ich möchte gerne nochmal sagen, dass die Don't forget, dass die Leute in der Ukraine keinen Strom, kein Gas, keine Möglichkeit zu kontaktieren mit Familie haben. Und es wird schlimmer. Mhm. Danke. Das ist eine schwierige Frage. Ich hätte da ganz viele Ideen. Ich glaube, ich kann mich dir da nur anschließen. Ich glaube, wir müssen einfach dafür sorgen, dass es faire Verfahren für alle gibt, die hierher kommen. Wir sind Land, wir können uns das leisten. Wir können uns das leisten, dass wir die Menschen, die auf den Ämtern arbeiten, ordentlich ausbilden. Wir können uns ÜbersetzerInnen leisten und wir können uns das leisten, dass wir Menschenrechte in Deutschland durchsetzen. Und eigentlich erwarte ich auch nichts anderes. Jetzt gibt es ja die strukturelle Situation, also sprich Behörden. Es geht auch um das Engagement der einzelnen Menschen hier in Deutschland. Wir haben immer dieses Wort Willkommenskultur. In den Gesprächen hat sich so ein bisschen herausgestellt, naja gut, das Willkommen ist jetzt langsam rum. Also auch deswegen werden ein paar auch Ad-Hoc-Programme, die wichtig waren, wieder eingestellt. Eine Miteinander-Leben-Kultur wäre wahrscheinlich dann der nächste Schritt. Oder was denkt ihr, was kommt nach der Willkommenskultur? Weil da sage ich dann, don't forget, sie sind ja nach dem Willkommen, sind sie ja noch da. Und da müssen wir, ich sage immer, da müssen wir trainieren, damit umzugehen, auch als Privatperson. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es diese Willkommenskultur so wirklich gab. Also wenn ich sehe, dass Wohnungen bereitgestellt werden von Privatpersonen, aber bitte nur für weiße Menschen, wenn Romnia nicht aus Bussen gelassen werden, sondern es wird gesagt, sorgt dafür, dass die irgendwo anders unterkommen und in den Erstaufnahmeeinrichtungen dafür gesorgt wird, dass die bloß nicht mit den anderen untergebracht werden, weil das nur zu Konflikten führen würde. Das verstehe ich nicht unter einer Willkommenskultur. Also ich glaube, da fehlt noch einiges. Danke. Ich habe den Eindruck, dass die letzten 20, 30 Jahre sich schon etwas verändert hat in der Bevölkerung, dass viel mehr Menschen begreifen, ich habe ein Riesenglück, dass ich zufällig in diesem Land geboren bin und nicht irgendwo anders und dass wir da miteinander Lösungen finden müssen, wie wir mit den vielen Katastrophen auf der Welt umgehen und auch Menschen hier und auch anderswo auf dieser Welt menschenwürdig leben können. Das finde ich schon, dass sich da etwas bewegt hat. Da haben wir schon mehr Solidarität, als es vor 20, 30 Jahren in der Flüchtlingsarbeit war. Es zeigt sich immer wieder, denke ich. Aber es gibt eben auch noch sehr viele Strömungen, die immer noch sagen, wir sind kein Einwanderungsland und wir müssen uns abschotten. Und wie es dann an den Außengrenzen zugeht, was gerade in Litauen und in Polen gegenüber Geflüchteten aus anderen Ländern als Ukraine passiert, ist eine Katastrophe und furchtbar. Muss immer wieder auch benannt werden, denke ich. Aber ich denke, es hat sich etwas gewandelt und ich hoffe auch, dass ich noch mehr wandeln kann in diese Richtung, dass wir eine Mehrheit, stabile Mehrheit haben von Menschen, die sagen, wir wollen menschenwürdig mit Geflüchteten umgehen und wenn auch nicht alle hier bleiben können, aber dann fairere Verfahren und fairen Umgang miteinander pflegen. Danke. Okay. Ja. Ich bin mehr beschäftigt mit Sammlung für die Ukraine. Deshalb hier helfe ich so, wie ich kann, weil wir ehrenamtlich, wir sind alle Vollzeit beschäftigt. Wenn wir Zeit haben, dann ich verbringe mehr Zeit für die Sammlungen für die Ukraine. Dankeschön. Ja. Dann auch hier, wenn Fragen im Publikum sind, online oder hier im Saal, dann jetzt eine Möglichkeit, die Fragen zu stellen.
Wir saßen am Samstagabend. Hallo? Wir saßen am Samstagabend gemütlich beisammen mit Freunden. Einer war doch aus der rechten Ecke. Und da fing dann einer an und sagte, also die Flüchtlinge von der Ukraine sind ja 40 oder 50% Sinti und Roma, die jetzt hier praktisch nur praktisch dieses Hopping machen, hier kassieren und dann wieder die Grenze wechseln. Und diesen Ausländertourismus, das fürchterliche Wort, hat er auch gebraucht. Und jetzt habe ich aber jetzt keine belastbaren Zahlen gehabt, wie viele tatsächlich jetzt Sinti und Roma von den ukrainischen Flüchtlingen oder Gästen bei uns sind. Vielleicht können Sie mir da weiterhelfen. Also grundsätzlich ist es so, dass in Deutschland die Ethnie von Personen nicht mehr, aus guten Gründen nicht mehr erfasst wird. Das hat mit unserer nationalsozialistischen Vergangenheit zu tun, dass man das inzwischen nicht mehr macht. Aber die Zahlen sind sehr hoch gegriffen, würde ich jetzt mal aus meiner persönlichen Schätzung sagen. Wir im Netzwerk denken, dass es ungefähr 4000 Leute sind, die da in Baden-Württemberg sind, aber im Grunde finde ich das auch eine Diskussion, die man eigentlich nicht führen sollte, weil wenn die Leute hierher kommen und einen Grund haben, hierher zu kommen, dann muss denen geholfen werden, egal was sie für eine Ethnizität haben oder für eine Hautfarbe oder genau, also. Sie gehören ja auch eher zu den ärmeren Teil und auch aus der Ukraine kommen die, die ärmer sind, weniger hierher. Von daher stimmen diese Zahlen mit 40%, das ist eine Unverschämtheit, sowas überhaupt zu behaupten. Darf ich noch was dazu sagen? Dieser Begriff Flüchtlingstourismus, das ist auch nicht so richtig, weil die Leute sind hier einfach, ich war Erste im Bahnhof in Stuttgart. Ich habe in Deutsche Bank gearbeitet. Ich habe dort auch Thermokanne gesammelt beim Fernzugen. Ich habe Leute gesehen, die wirklich 15 Tage mit Hausschuhe, mit ganz normalen Tüten aus Folien, mit Kindern, mit Omas, Opas sind. Also das heißt, die haben dort alles gelassen. Viele Leute haben dort Mietwohnungen. Die zahlen das bis jetzt. Die mussten auch die Sachen hier bringen. Viele Leute haben Anträge jetzt für Winterkleidung gestellt und das zahlt auch Stuttgart nicht. Ich weiß nicht, wie andere Städte. Und die Leute fahren jetzt, obwohl die dürfen nicht mit Fiktionsbescheinigung, weil in Stuttgart gibt es keinen einzigen Aufenthaltstitel, also diese Plastiker nicht. Kein einziger. Und die fahren auf eigene Gefahr nach Hause, die Sachen hier zu bringen. Also das ist kein Tourismus. Und ja. Eine Mitarbeiterin von uns fährt jetzt hin, um ihre Mutter über Weihnachten herzuholen, die in Charkiw war und jetzt sich nach Kiew retten konnte. Und sie kann ihre Mutter dort nicht lassen und sie wird jetzt über Weihnachten dorthin kommen. Und ich bete darum, dass sie gesund wieder mit ihrer Mutter herkommt und untergebracht werden kann hier dann auch. Sie hat zum Glück eine kleine Wohnung. Vielleicht darf das ist der Tourismus. Genau, und eine Sache noch dazu. Ich weiß, dass das oft Romnia vorgeworfen wird. Das ist leider ein Bild, das ziemlich häufig verbreitet wird, dass die dann einfach weiterfahren und so weiter. Es ist aber auch einfach ein rassistisches Bild, das sich seit Jahrzehnten und Jahrhunderten in unseren Köpfen festgesetzt hat, was aber manchmal auch dadurch bestätigt wird, dass wenn diese Personen zu uns kommen, wir denen keine Chance geben, die untergebracht werden, ohne Zugang zu Bildung, zu Schulen, zu keine Möglichkeit haben zu arbeiten und dann einfach irgendwann gehen müssen, weil sie auf diese Art und Weise nicht überleben können. Und genau, das vielleicht noch dazu, das bestätigt dann manchmal diese Vorteile. Ja. Danke. Hallo,
Ich hoffe, Sie gestatten mir ein kurzes Eingangsstatement. Konstantin Eisel von der Amnesty International Gruppe Ludwigsburg. Wir haben den Kontakt zu Irina von UAKS hergestellt, sodass sie kurzfristig noch an diesem Abend anwesend sein kann. Kein Problem. Sie finden draußen übrigens auch einen kleinen Infostand von uns, wo Sie eine Petition gegen den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zeichnen können und eine Zusammenfassung der Amnesty-Erkenntnisse zu den verschiedenen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Terrorangriffen von Russland, die wirklich systematisch seit Kriegsanfang stattfinden, wo Sie sich einen Überblick verschaffen können. Als Amnesty arbeiten wir natürlich weiter an diesen Themen, aber wir arbeiten auch daran, Herr Schlecht hat es schon erwähnt, Situationen in Litauen, in weiteren umliegenden Ländern und die Diskriminierung gegen insbesondere People of Color unter den Geflüchteten, die haben wir auch von Anfang an kritisiert und fordern die EU auf, dem entgegenzuwirken. Meine Frage wäre an alle drei Diskutanten noch, nehmen Sie in Ihrem jeweiligen Bereich als auch über die gesamte, das gesamte Spektrum ihrer Aktivitäten eine abnehmende oder gleichbleibende Hilfsbereitschaft gegenüber Geflüchteten in den letzten Monaten war? Ich merke, dass die Hilfe immer weniger gibt. Immer weniger Leute, also zum Beispiel viele Wohnungen, die hier in Stuttgart privat nicht über das Sozialamt oder Jobcenter irgendwo bezahlt sind, nur die private Leute haben die Geflüchtete angenommen. Langsam sagen die, ja okay, musst ja schon langsam Koffer packen und dann gehen die Leute zum Sozialamt und dann gehen die doch zum irgendwo Lager oder Halle oder keine Ahnung. Das ist eine. Zweite, ja, viel mal habe ich selber gehört, wieder diese Ukraine und so alles. Das ist ja schon, ich bin daran gewöhnt, weil ich komme selber aus der Ukraine. Also für mich, das ist schon klar, dass so wird. Nicht nur dritte Länder, Ukraine auch. Und ja, immer weniger Leute helfen uns. Wir haben schon ein relativ stabiles Netzwerk von unseren russischsprachigen, ukrainischsprachigen Leuten, aber selten jemand kommt Neues zu uns. Ich erlebe jetzt so innerhalb der Kirche eben vieles an der Hilfsarbeit und es gibt in der evangelischen Kirche mehrere Organisationen, die eben inzwischen, das ist ja immer so, zu Anfang ist eine große Hilfsbereitschaft und kommt auch relativ viel Geld. Die Frage ist immer, wie verstetigt man etwas und da haben wir mit Brot für die Welt, mit der Diakonie, Hilfe für Osteuropa, viele, viele Akteure, die wirklich viele Millionen an Hilfsmitteln und Hilfsgeldern, gerade in die Ukraine, aber auch nach Slowakei, Tschechien und so überall die Gemeinden unterstützen, die dort wieder Flüchtlinge aufnehmen, betreuen. Und da geht es eben oft in unserer Arbeit darum, dass zu Anfang viel übers Ehrenamt läuft, aber man dann eben auch gucken muss, wie macht man das mit professioneller Begleitung, wie verstetigt man es, wie hilft man da dann auch längerfristig. Das ist, glaube ich, eine ganz normale Bewegung, die man immer wieder hat, dass eben zu Anfang viele das verstehen und dann eben wieder die nächste Krise kommt. Deshalb bin ich mit diesem Thema Don't Forget hier einerseits einig und andererseits denke ich, das ist auch normal, dass immer der Fokus auf eine Krise gelegt wird, weil wir können nicht alle immer uns mit allen Krisen die ganze Zeit beschäftigen, dann sind wir kaputt irgendwann. Also das ich verstehe das, dass es so ist und ich erlebe es jetzt auch so, Afghanistan ist überhaupt nicht völlig vergessen, ist auch immer wieder in der Zeitung. Syrien ist auch immer wieder in der Zeitung, aber nicht mehr so stark. Also und ich erlebe es jetzt bei unserer Arbeit mit People of Color. Es gibt bestimmte Bereiche in unserer Gesellschaft, die mir jetzt gesagt haben, wir finden es gut, dass wir die unterstützen. Deshalb habe ich jetzt auch 20.000 Euro sozusagen auf einem Sonderkonto, weil bestimmte Menschen in Deutschland sagen, das finden wir gut, dass ihr das wahrnehmt und nicht vergesst. Und dadurch kann ich jetzt eben die 5 jungen Männer in der leerstehenden Pfarrerswohnung gerade unterbringen und habe da einfach auch in den Pfarrerskreisen und auch in kirchlichen Kreisen Unterstützung und die das auch langfristig, die werden ihre Lebenshaltung nicht mehr ändern, sondern werden die Kolleginnen und Kollegen, die Gemeindeglieder, das gehört zu denen. Danke. Genau, von der grundsätzlichen Beobachtung, glaube ich, würde ich euch beiden zustimmen. Ich habe
auch das Gefühl, dass es, dass einfach diese Reaktions- oder diese Aufmerksamkeitsspanne begrenzt ist, und dann andere Themen einfach relevant werden, und auch, dass es normal ist und dass es eben gerade dann wichtig ist, Strukturen aufzubauen, die beständig sind. Und ich habe auch das Gefühl, dass das in Bezug auf Romnia immer mehr so ist, dass es vielleicht auch in meiner akademischen Blase mehr wahrgenommen wird, aber und sich dadurch auch Netzwerke bilden. Das Gefühl habe ich schon. Aber dass der Ukraine-Krieg generell vergessen wird und damit auch alle Geflüchteten nicht vergessen, aber genau diese Aufmerksamkeit, das Gefühl habe ich schon auch. Ja. Danke. Gibt es noch eine Frage? Dann bitte auch nochmal einen Applaus. Vielen Dank für das Podium. Wir leben davon, dass wir uns austauschen, und gerade zum Thema Konflikten, Krisen ist der Austausch und die Suche nach wahrhaftigen Informationen sehr, sehr wichtig. Dann ist das der Abschluss, das Ende der Thementage. Sie werden im nächsten Jahr wieder stattfinden, das haben wir uns hier schon überlegt. Denn zu umfangreich sind die Themen, die immer wieder in Vergessenheit geraten und die wir zurück in die öffentliche Wahrnehmung bringen wollen. Und auch zu umfangreich sind auch die PartnerInnen, die uns dabei unterstützen wollen, indem sie uns eben ihr Wissen und ihre Expertise, auch ihre Geschichten teilen. Diese 4 Tage haben aufgezeigt, wie verflochten viele der Krisen und Konflikte mit unserer Haltung hier in Deutschland und in Europa sind. Es gibt Möglichkeiten und Wege, daran etwas zu ändern. Gemeinsam im Austausch und mit dem Abbau von Vorurteilen und Halbwissen kann uns einiges von den aufgezeigten Lösungsansätzen gelingen. Wir haben auch schon tatsächlich aus den jetzt erstes Mal stattgefundenen Thementagen heraus schon die nächsten Veranstaltungen entwickelt. Am 18. Januar wird es im Scala TV Online einen Vortrag zu Burkina Faso und das Leben und Wirken von Thomas Sankara geben. Noch ohne genauen Termin wird es Ende Januar, Anfang Februar ein Interview, auch im Scala TV, von Nahid Shahalimi mit Amena Karimian geben. Sie hatte vor kurzem einen tollen, großen Artikel. Sie ist 26 Jahre alt und mittlerweile über die Flucht in Böblingen gelandet. Sie ist die einzige Astronomin Afghanistans und lebt nach ihrer Flucht eben hier und hat sich bereit erklärt, sich auch interviewen zu lassen. Sie sehen also, es gibt erste Schritte. Die 4 Thementage werden in unserem YouTube-Kanal Scala TV veröffentlicht. Nutzen Sie daher bitte unseren Newsletter auf www.scala.live, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Auch da werden wir alle die AkteurInnen, die heute und in den letzten 3 anderen Tagen hier waren, mit ihren Projekten und auch Homepages und auch, wir werden das nochmal abfragen, bis hin zu auch Kontonummern oder Kontaktmöglichkeiten auflisten. Genau darum, ohne Unterstützung wären nämlich auch diese ersten Don't Forget Thementage nicht möglich gewesen. Deswegen erstmal einen sehr herzlichen Dank an die Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg, die sich mit ihren ExpertInnen eingebracht hat. Vielen Dank an Dennis Rickert und Mathieu Cunier, die eine grandiose Arbeit hier zur Planung geleistet haben. Herzlichen Dank an alle Beteiligten hier auf der Scala-Bühne. Dann natürlich auch an das Team hier im Scala. Vielen, vielen Dank. Und an Sie, liebes Publikum hier im Saal und auch online, dass Sie denn dabei waren. Ihnen nun also eine wundervolle Zeit zwischen den Jahren und bleiben Sie gesund. Dankeschön.